Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zur fantastischen Referatoris-Show. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, denn wir brauchen dringend noch ein paar gute mündliche Noten. Viel Spaß mit der Referatoris-Show. Hey, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Habt ihr Lust zu lernen? Wenn nein, dann schaltet bitte weg, denn ihr werdet eine ganze Menge lernen. Aber was ihr lernen werdet, das wissen wir selber noch nicht, denn wir haben unsere Referatsthemen noch nicht bekannt gegeben. Das werdet ihr jetzt erfahren. Aber wer sind denn heute hier angetreten, um gute mündliche Noten zu bekommen? Herzlich willkommen bei mir im Studio. Mit mir natürlich unsere drei fantastischen Referentinnen und Referenten. Mit dabei heute das erste Mal Janina. Hallo, hi. Auch das erste Mal dabei Steffen. Und der Veteran in der Runde schon zum zweiten Mal dabei, legendär natürlich Valentin. Hallo. Wir haben alle vor genau einer Woche unsere Referatsthemen zugespielt bekommen. Sie wurden zufällig gezogen aus der Wikipedia. Zufällige Artikel bei Wikipedia, keine Sportler, keine Listen, keine Orte. Aber das heißt, wir werden heute Referate halten über Themen, mit denen wir uns nicht auskennen und für die wir uns vielleicht auch überhaupt gar nicht interessieren. Und haben aber trotzdem diese Woche genutzt, um etwas über diese Themen zu lernen und Präsentationen vorzubereiten oder was auch immer ihr vorbereitet habt. Ich habe schon einiges gesehen draußen vor der Tür. Da steht schon einiges parat. What? Und deswegen bin ich gespannt. Wir haben jetzt gerade schon 30 Minuten drüber geredet, wie die Woche war. Wir können es nochmal kurz zusammenfassen. Wie lief es für euch? Was ist euer mentaler Zustand, eure Verfassung? Wie geht ihr jetzt in diese nächste, in diesen nächsten 3,5 Stunden rein? Ja, bisher ganz furchtbar. Also ich bin sehr nervös und ich weiß jetzt schon, dass Florentin anscheinend ein richtig geiles Thema hat. Sonst wäre nicht so beschwingend, wie er hier so rumspringt. Ich bin nur aufgeregt und ich freue mich, dass ich heute anfangen darf, um mein Thema möglichst schnell rauszuholen, weil ich hatte ein sehr, sehr trockenes Thema. Tatsächlich muss man sagen, bei der Themenauswahl ist aufgefallen, ihr wart überdurchschnittlich glücklich über eure Themen. Ja. Hat sich zu Unrecht. Nee, ist weggegangen. Ja, hat sich das geändert, Janina? Wie war es bei dir? Hat sich die Freude, ist sie verflogen? Ja, komplett. Also ich dachte, es war halt so ein Ding, es hat mir halt was gesagt, so ich dachte mir, okay, schon gehört, ne? Also hört sich jetzt so dumm an, wenn ihr dann wisst, was es ist, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt nicht allzu kompliziert, aber ich habe das in der Pre-Show schon gesagt, es ist nicht langweilig genug, um sich drüber lustig zu machen und es ist nicht cool genug, um wirklich was Geiles draus zu machen. Mhm. Ich flog immer in der Mitte und es war halt, ja, das war halt scheiße. So. Also, ich hätte halt lieber die Rap-Gruppe gehabt und da was Geiles sein. Hätten wir jetzt hier aufgetreten mit Bühne und sowas. Und buntem Showlicht, Konfetti. Und dann habe ich halt mein Thema bekommen. Danke, Fabian. Ich glaube, das größte Grinsen hatte Valentin auf den Lippen, der gesagt hat, das ist ein schönes Thema, da freue ich mich jetzt eine Woche lang damit beschäftigen zu dürfen. Wie lange hielt dieses Gefühl? Also eigentlich sehe ich das immer noch genauso. Ich finde das ein cooles Thema und ich hatte das Glück, zufällig gerade was damit zu tun zu haben. Das werde ich dann in meinem Referat kurz erläutern. Aber es ist halt ein Oberthema gewesen. Das heißt, ich hatte eher ein strukturelles Problem. Also so, es hat mich überfordert. Ich wusste nicht, wo fängst du an? Wie ist die Gliederung? Was beziehst du ein? Was wirfst du raus? Und das hat dann natürlich die Prokrastination erst so richtig in Fahrt gebracht, sodass du denkst, das ist eh unschaffbar. Dann kann ich es auf Freitag machen. Und deswegen habe ich heute angefangen. Gut, Steffen, du meintest auch schon, das Thema ist dir sehr vertraut, du kennst dich gut ein, du kannst deine ganze Persönlichkeit reinstecken, jetzt bist du ein sehr geheimnisvoller Mensch. Das heißt, wir alle wissen gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Das Problem ist, Fabian meinte, glaube ich, auch schon vorher, dass das, oder ich glaube, jeder, der das Thema kennt und das Thema hört, wird sagen, rigged. Das ist irgendwie, hat sich das Steffen selbst ausgesucht. Aber was heißt das? Es ist ein Thema, was mir nicht fern ist. Einfach Pen and Paper. Das Problem ist aber, dass ich habe erst gedacht, geil, Jackpot. Dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe gemerkt, dass ich nicht da viel damit machen kann, weil es nicht viel darüber gibt und das, was ich gerne machen würde, nicht geht. Aber dazu komme ich auch in meinem Referat, keine Sorge. Der Entschuldigungsteil. Richtig, das ist der Entschuldigungsteil ganz am Anfang und deswegen will ich noch nicht viel mehr verraten. Machen wir nachher. Wow. Ich finde das so spannend, weil ich nicht genug über dich weiß, dass ich jetzt schon sagen kann, es ist natürlich der Apfelanbau. Ich weiß natürlich, bei Steffen denkt man natürlich daran. Ja. Deswegen natürlich hier nochmal der Disclaimer, auch wenn er vielleicht unnötig klingt, wenn ihr uns seht. Aber natürlich kennen wir uns mit den Themen, über die wir reden, in der Regel nicht aus. Vor allem ich nicht. Deswegen nehmt das nicht für bare Münze. Es ist nur ein Lernangebot. Aber natürlich, ihr seid ja vernünftige, aufmerksame Schüler. Falls ihr euch für die Themen interessiert, recherchiert das lieber alles nochmal selber. Glaubt uns nicht, weil wir hatten nur eine Woche Zeit und haben davor nur Nonsens gelernt in unserem Leben und kennen uns mit solchen Themen nicht aus, aber wir haben alles gegeben, glaube ich, in der Woche.
Ja, gestern und heute halt. Ich habe immer das Gefühl, so, wenn man so mein Jahr anguckt, so die intellektuelle Leistung, sieht man immer so zwei große Spikes und das ist immer genau die Woche der Referatshow, wo wirklich nochmal so, oh, Register, oh, Namensverzeichnis, aha, at your doc, oh, hier, zack, zack, zack und dann in der Rest der Woche einfach nur Butter auf dem Sofa. Für dich ist aber ja auch hart, weil du warst ja jedes Mal dabei, das stimmt, das vierte Mal, du hast schon vier Referate außerhalb der Schule vorbereitet. Das ist, glaube ich, Rekord, Weltrekord. Vor allem, du mittlerweile habe ich echt so ein Gefühl für, was ist ein gutes Thema, was ein schlechtes Thema. Und ich vermisse echt meine alten Themen. Wow. Das ist echt so staubtrocken. Und naja, ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Zeit. Und ich will es auch hinter mich kriegen. So gespannt. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ihr könnt natürlich ganz am Ende der Sendung noch abstimmen, welches dieser Referate euch am besten gefallen hat. Also macht euch Notizen, holt euch einen Schluck Wasser und ich hoffe, ihr lernt viel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und ich darf heute anfangen mit dem ersten Referat. Und los geht's. Oh, wow. Jetzt bin ich geht sogar hinter den Fernseher. Ich bin, glaube ich, mehr aufgeregt bei euch als bei mir. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und mit einer solchen Interesse hier schon reingekommen seid. Ihr habt schon ganz viele Fragen gestellt zum Thema, aber das machen wir alles jetzt ganz Stück für Stück. Natürlich auch vielen lieben Dank an alle, die jetzt eingeschaltet haben. Es ist ein Thema, das ein bisschen abstrakt ist und ein Thema, zu dem ich ein bisschen hinleiten muss. Deswegen erstmal ein bisschen Geduld. Wir fangen aber mit einer Sache an, die uns alle beschäftigt, die wir alle kennen, und zwar Namen. Jeder Mensch hat einen Namen. Jeder von uns hat einen Namen. Und jetzt mal nur meine persönliche Meinung. Ich finde, ihr habt alle sehr schöne Namen. Jeder einzelne von euch. Ich weiß nicht, ob ihr zufrieden seid mit eurem Namen oder ja? Ja. Ja, seid ihr zufrieden? Gut. Es gibt nämlich einen Menschen, der ist nicht zufrieden mit seinem Namen. Und das ist Nabil Baghdadi. Nabil Baghdadi wurde in Karlsruhe geboren und wollte nicht länger Nabil Baghdadi heißen. Dieser Name hat ihm nicht gefallen. Und so hat er sich eines Tages dazu entschlossen, diesen Namen zu ändern. Er möchte anders heißen und zwar hat er seinen Namen geändert in Nabil Peter Bogendorf. Viel besser. Das ist natürlich jetzt Ansichtssache, ist das jetzt ein Upgrade oder ein Downgrade? Aber auch bei Nabil Peter Bogendorf hat er sich gedacht, das klingt noch nicht, das ist irgendwie, das rollt noch nicht von der Zunge, da fehlt noch das gewisse Extra. Und zwar wollte er unbedingt adlig sein. Er wollte unbedingt adlig sein. Er wurde leider nicht adlig geboren und deswegen gibt es nur eine Möglichkeit, einen Adelstitel zu erlangen. Und zwar muss man sich von einem Adligen adoptieren lassen. Und das hat er geschafft. Er hat sich von einem Adligen adoptieren lassen im Erwachsenenalter, aber auch dann erlaubt es das, einem den Adelstitel zu führen. Und damit hieß er nach dieser Adoption dann Nabil Peter Bogendorf von Wolfersdorf. Denn, wie wir alle wissen, seit 1919 gibt es zwar in Deutschland keine Adelstitel als Titel mehr, man kann sie aber trotzdem als Teil des Namens führen. Es ist also nur ein Name, aber kein Titel. Nabil Peter Bogendorf von Wolfersdorf. Klingt schon mal ganz ordentlich, aber er hatte irgendwie immer noch Hunger. Da war irgendwie noch Platz für mehr Adel, für mehr Kraft. Und deswegen hat er sich gedacht, ich habe jetzt langsam schon alle deutschen Möglichkeiten ausgereizt. Ich hole mir einfach die britische Staatsbürgerschaft und lass mich dort nochmal umbenennen. Denn in England gibt es wesentlich laxere Namensbestimmungen als in Deutschland. Und so war es für ihn auch überhaupt kein Problem, sich in England umbenennen zu können. In Peter Mark Emanuel Graf von Wolfersdorf, Freiherr von Bogendorf. Was natürlich jetzt in Großbritannien einfach nur Begriffe sind, weil es natürlich keine Bedeutung hat in der englischen Sprache. Aber er wollte damit natürlich wieder zurück nach Deutschland und in Deutschland so leben. Und in Deutschland angekommen, gab das ein bisschen Probleme. Denn dieser Name wurde so nicht anerkannt, weil man gesagt hat, das würde den falschen Eindruck erreichen. Das ist ja offensichtlich, man sucht sich deutsche klingende Namen in einem anderen Land aus und kommt dann zurück. Also ein deutsches Gericht hat gesagt, so funktioniert das nicht. Wir nehmen das nicht an. Das darfst du so nicht in deinen Pass und in einen Ausweis schreiben. Es gab also hier ein Problem zwischen deutschem Recht und englischem Recht. Und jetzt hat dieser Herr gesagt, ja, jetzt bin ich aber in meinen Rechten eingeschränkt, denn ich habe jetzt einmal einen Namen in meinem im deutschen Personalausweis. In England kann ich mich anders nennen, also habe ich ja Schwierigkeiten zu reisen. Also hat er das deutsche Gericht verklagt vor dem Europäischen Gerichtshof. Und jetzt musste das Europäische Gerichtshof entscheiden, was passiert jetzt hier? Welches Recht hat jetzt hier sozusagen den größten Einfluss, das englische Recht, nachdem das ein völlig normaler Name ist, oder das deutsche Recht, das sagt, naja, hier Freiherr und so, das sind natürlich alles keine Titel, die es heute mehr gibt, aber hier ist schon Irreführung im Spiel. Und jetzt musste der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung treffen
Und er hat gesagt, ja, wir geben dem deutschen Gericht recht. Das geht so nicht, man darf sich so nicht nennen. Aber wir sehen hier, es gibt hier ein Problem, weil es zu dem Thema zwei verschiedene Gesetzesauflagen gab. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, ja, Moment mal, wie funktioniert das denn? Wie werden Dinge gehandhabt, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Gesetzeslagen haben? Und so stellt sich nämlich bei solchen Sagen nicht nur die Frage, wer hat Recht, sondern auch, wo hat Recht? Denn es gibt viele verschiedene Länder mit vielen verschiedenen Gesetzen und deswegen ist es ja essentiell, in welchem Gesetz, in welchem Land man die Gesetze anwendet. Und mit diesem Thema möchten wir uns heute beschäftigen, das sogenannte Kollisionsrecht, das nämlich klären soll, welches Landesrecht herangezogen werden soll, wenn es um ein solches Problem geht, wenn Landesgrenzen in irgendeiner Weise überschritten werden. Und wir schauen uns mal ganz kurz die Geschichte an, denn dieses Problem gibt es schon lange. Zum Beispiel in der Antike wurde es so gehandhabt, dass in Griechenland Fremde als völlig rechtlos galten und nur innerhalb der Polis bzw. Civitas die Bürger ein Recht hatten. Das führte aber relativ schnell zu einem Problem, weil natürlich auch Handel getrieben werden sollte mit Ausländern und die ja irgendwie Verträge abgeschlossen haben und deswegen gab es Probleme und deswegen hat man sich gedacht, ja, wir müssten da schon irgendwie gucken, wie macht man das? Und da gab es dann zum Beispiel grundsätzlich die Idee, dass jedes Gericht sein eigenes Recht anwendet. Also wenn du jetzt mit deiner Kutsche irgendwo zusammenbrichst, weil irgendjemand dich überfallen hat, dann musst du eben zu dem Gericht gehen, das da gerade ist und dann werden auch die Gesetze angewendet, die eben in dem Gericht herrschen, auch wenn du selber von wo ganz anders kommst. Ist das egal. Erstmal das eigene Recht gilt, das nennt man Lex Fori, also das Gesetz gilt von dem Gericht, an dem das der Tatbestand herangetragen wurde. Es gab dann aber zum Beispiel auch im Entwicklung der Zeit sogenannte Proxenos, also Bürger einer griechischen Stadt, die sozusagen als Vertreter der Fremden dann agieren konnten, denn die hatten ja die Rechte und konnten sozusagen als Stellvertreter der Fremden dann einschränken. Also hier sieht man schon, das Problem existierte schon recht früh, dass das Problem war, wie machen wir das? Unterschiedliche Rechte in unterschiedlichen Ländern, die kollidieren irgendwie miteinander. In Rom gab es von Anfang an zwei unterschiedliche Gesetze. Das Jus Civile und das Jus Gentium, also das Jus Civile für Bürger, für römische Bürger und das Jus Gentium für Ausländer. Also hat man ganz klar gesagt, hier gibt es zwei unterschiedliche Gesetze für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten. Im Mittelalter gab es dann verschiedene Ideen, wie man das Problem lösen könnte. Auch Handel und so kam immer mehr. Da gab es dann verschiedene Ideen, zum Beispiel, dass der Richter einfach selber entscheidet, welches das bessere Recht war, auf welcher Grundlage. Oder die Streitparteien können selber entscheiden, welches Gesetz angewendet werden soll oder das Territorialitätsprinzip, also wo genau eine Straftat stattfand oder wo wurde ein Vertrag geschlossen, dann wurde einfach das Recht genommen von dem Ort oder das Comitas-Prinzip, also sozusagen, dass man aus freundschaftlichen Respektgründen auch ausländisches Recht akzeptieren kann, selbst wenn etwas nicht im eigenen Land passiert ist. Jetzt überspringen wir mal eine ganze Zeit lang, denn wir schauen uns an, wie ist das Ganze heute geregelt, wie geht man das an? Und ein Kollisionsrecht ist zum Beispiel das internationale Privatrecht, das IPR. Und das hat sich überlegt, naja, das ist alles sehr unflexibel. Wie machen wir das? Wie lösen wir das? Und im Grundsatz geht das internationale Privatrecht davon aus, dass Lebensverhältnisse geprüft werden, ausgehend auf die Rechtsordnung, die am besten auf diese Anwendung findet. Also man schaut sich sozusagen unter flexiblen Bedingungen an, worum geht es hier und je nach Rechtsordnung, je nach Problem wenden wir ein anderes Recht an. Wir schauen uns das gleich an, denn die Frage ist, wo knüpft man an? Was ist der Punkt, an dem man sagt, das ist unser Ausgangspunkt, ab dem wir bestimmen können, welches Länderrecht hier eingesetzt werden kann? Und da wird erstmal der Anknüpfungsgegenstand bestimmt und der ist sozusagen ja der Sachverhalt, um den es geht. Also geht es um ein Erbe, um eine Scheidung, geht es um jetzt Namensrechte, wie wir bei dem Herrn Bagardi gesehen haben. Worum geht es eigentlich? Und dann versucht man davon abzuleiten, das Anknüpfungsmoment, also sozusagen Staatsangehörigkeit, Aufenthaltsort, Registerort, was ist sozusagen der Schlüssel, der es uns erlaubt, jetzt auf ein tatsächliches Land hin zu steuern und über dieses Anknüpfungsmoment wird dann eben das Land ausgewählt, an dem das stattfindet. Wir schauen uns mal ein Beispiel an, zum Beispiel sehen wir hier Artikel 43, Recht an einer Sache, stehen wir hier. Rechte an einer Sache unterliegen dem Recht des Staates, in dem sich die Sache befindet. Also hier ist zum Beispiel geregelt, es geht ausgehend von dem Ort und es geht
um den, das Recht des Staates, an dem dieser Gegenstand liegt. Oder zum Beispiel hier Artikel 14 bei der allgemeinen Ehewirkung. Ehewirkung bedeutet, was dann aus einer Eheschließung tatsächlich für Rechte und Pflichten hervorgehen. Und hier sehen wir, da ist das ein bisschen laxer gestaltet. Hier sehen wir zum Beispiel das Recht des Staates, in dem beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Oder zum Beispiel das Recht des Staates, in dem Ehegatten auf andere Weise gemeinsam am engsten verbunden sind, oder die Staatsangehörigkeit. Also hier sieht man, da gibt es verschiedene Anknüpfungsmomente, über die man auf verschiedene Orte kommt. Also zum Beispiel, wo wohnt das Ehepaar oder welche Staatsbürgerschaften hat das Ehepaar? Gibt es hier verschiedene Möglichkeiten anzuknüpfen? Also da gibt es noch eine gewisse Freiheit. Hier zum Beispiel als Fun Fact: war es vor 1986 in Deutschland so, dass die Bestimmung des Eherechts von dem Staat ausging, dem der Ehemann angehörte. Also hier wurde der Mann vorgezogen, was heute glücklicherweise nicht mehr so ist. Also, aber da sieht man, dass auch hier man den Ehemann sozusagen als Anknüpfungsmoment gesehen hat. Da wird das Länderrecht bestimmt. Und so kommt es heute auch immer wieder vor, dass auch in deutschen Gerichten andere Gesetze, nach anderen Gesetzen gehandelt wird als nach dem deutschen. Hier zum Beispiel sehr Aufmerksamkeit heischend getitelt: Scharia hält Einzug in deutsche Gerichtssäle, sodass es tatsächlich bei manchen Dingen passieren kann, dass auch in deutschen Gerichten nicht deutsches nach deutschem Recht Urteil gesprochen wird, sondern nach anderen, in diesem Fall hier tatsächlich nach dem islamischen Recht. Da geht es dann aber vor allem um Erbangelegenheiten oder um Eheangelegenheiten. Das muss natürlich alles mit deutschem Recht kompatibel sein und da wird nicht gegen deutsches Recht verstoßen. Aber da überlegt man sich dann natürlich schon, jetzt eine Familie, die vielleicht lange in anderen Ländern gelebt hat und nach Deutschland kommt und dann die Ehe dort geschlossen hat, warum sollten die jetzt nach deutschem Eherecht sozusagen abgehandelt werden, wenn das ja aus einer ganz anderen Kultur kommt? Da könnte man ja auch nach diesem Prinzip, wir respektieren das Recht von anderen Ländern, auch nach anderen Rechten hier handeln. Von daher ist das durchaus möglich, aber wie gesagt, vor allem nur eingeschränkt auf Themen, die sich jetzt auf die private Lebensführung beziehen, wo man sozusagen den kulturellen Hintergrund respektieren möchte, unter dem das geschlossen wird. Zum Beispiel wurde auch eine Ehe anerkannt, die in Tunesien nur durch einen Handschlag geschlossen wurde. Also in Tunesien reicht das anscheinend, dass man sich die Hände gibt, um eine Ehe zu schließen. Das würde in... Vorsicht! Vorsicht! Wo, kommst du aus Tunesien? Nee. Und also da müsst ihr aufpassen, wem ihr in Tunesien die Hand gebt. Denn da kann man natürlich sagen, nach deutschem Recht funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Aber da hat man auch gesagt, naja gut, wenn das nach tunesischem Recht gültig ist, dass die mit Handschlag eine Ehe schließen, warum denn nicht? Dann gilt das eben auch vor deutschen Gerichten, diese Ehe, die auf diese Weise geschlossen wurde. Und dieses Thema ist natürlich auch sehr interessant, vor allem bei Unternehmen. Ihr habt das wahrscheinlich schon oft gehört. Die setzen sich an in irgendwelchen Ländern, wo sie möglichst wenig Steuern zahlen müssen oder versuchen, hier und da rechtliche Vorteile zu bekommen, je nachdem, in welchem Land sie sind. Das sind alles wahnsinnig interessante und komplexe Themen, um die es heute glücklicherweise nicht geht, weil das ist sehr komplex. Stattdessen geht es nur um Themen, die einzelne Leute wie uns betreffen. Das ist alles sehr simpel. Und zwar geht es um das Personalstatut. Das Personalstatut, das ist mein Thema. Das Personalstatut, darum geht es heute. Und das Personalstatut ist im Grunde sehr simpel. Es sagt nämlich einfach nur aus, anhand welcher Anknüpfungsmomente man bei einer einzelnen Person ausgeht. Und das sind in der Regel Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt. Also relativ simpel, aber auch hier kann man unterschiedliche Ansätze wählen, nach welchem Recht hier zu handeln ist. Wir schauen uns mal die Staatsangehörigkeit an. Das ist das meistgenutzte Anknüpfungsmoment im 20. Jahrhundert, also eine absolute Erfolgsgeschichte. Ich würde sagen, das ist respektabel, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Aber in die Idee dahinter ist natürlich auch, dass man die kulturelle Identität dahinter bewahrt. Insbesondere bei Familien- oder Erbrecht möchte man natürlich da auch die Kultur respektieren, aus der dann diese Familien- oder diese Erbkultur dann kommt. Da muss man dann nicht unbedingt das deutsche Recht einsetzen. Allerdings befindet sich das aufgrund erhöhter internationaler Mobilität momentan auf dem Rückzug, weil viele Menschen auch in Ländern leben, wo sie keine Staatsangehörigkeit haben oder irgendwo arbeiten oder sie haben mehrere Staatsangehörigkeiten. Das heißt, dieses Konzept wird tatsächlich immer weniger genutzt. Bei doppelter Staatsbürgerschaft gilt es zum Beispiel auch, die engste Verbindung zu ermitteln, oder beide kommen in Betracht, da muss man dann gucken, welches besser passt. Aber ihr seht es schon, die Staatsangehörigkeit natürlich lange die Nummer eins, aber da kratzt jemand an dem Thron, denn wir haben einen Newcomer, wir haben einen Underdog, und zwar den gewöhnlichen Aufenthalt. Ja, ist eine kontroverse Wahl, aber der gewöhnliche Aufenthalt wird immer häufiger herangezogen und der gewöhnliche
Aufenthalt ist legal nur definiert für Unternehmen und Berufstätige. Bei normalen sozusagen Personen ist es normal definiert als der mittelfristige örtliche Lebensmittelpunkt. Und vielleicht können wir mal ein witziges Spiel machen. Mhm. Und zwar können wir mal gemeinsam überlegen, was so euer gewöhnlicher Aufenthaltsort ist. Denn es gibt verschiedene Indizien, an denen man das feststellen kann. Könnt ihr mal selber jeder überlegen, was dazu trifft. Und zwar ein Indiz ist die tatsächliche Anwesenheit. Wo ist man? Ein anderes Indiz könnte der Bleibewille sein, also wo will ich sein? Könnte vielleicht schon was anderes sein, könnte schon mal ein Unterschied sein, wo man ist und wo man sein will. Vielleicht jetzt gerade im Moment besonders stark. Oder zum Beispiel, wo ist meine Post- oder Meldeadresse? Wo habe ich die meiste soziale Interaktion? Wo habe ich Verwandtschaft, Sprache etc.? Also da könnt ihr mal überlegen, wo passt das hin? Wo ist mein gewöhnlicher Aufenthalt und nach welchem Recht könnte ich dann vielleicht vor Gericht landen? Aber es gibt Probleme. Ah. Es gibt natürlich immer Probleme. Ach Mensch, es könnte so schön sein, aber leider gibt es Probleme und zwar natürlich bei international Nicht-Sesshaften. Ja, sogenannten Digitalnomaden, Menschen, die sagen, ich lebe im Internet, ich lebe im Zug, ich lebe auf einem Schiff, ich lebe nirgendwo, ich bin gar keinem Staat angehörig, ich bin überall und nirgendwo, da ist das natürlich schwierig. Oder zum Beispiel bei Personen, wo der gewöhnliche Aufenthalt und die engste Verbindung auseinanderfallen, also zum Beispiel sowas wie Gefängnisinsassen, die nicht freiwillig dort sind, wo sie sind, deren gewöhnlicher Aufenthalt könnte vielleicht dort sein, wo sie gar nicht sein wollen. Oder wenn man jetzt vielleicht aktuell wegen Corona aus einem Land jahrelang nicht ausreisen kann, und dann da ist, aber vielleicht er gar nicht sein will, da gibt es dann Probleme auf jeden Fall. Aber ich hoffe, die können wir auch lösen, aber das ist ja zum Glück nicht unsere Aufgabe. Aber das sollte vielleicht ein kleiner Einblick für euch sein in die wunderbare Welt des Kollisionsrechts. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß weiterhin in eurem Leben, dass ihr das gut nutzen könnt. Überlegt es euch gut. Das war mein Referat zum Thema Personalstatut. Dankeschön. Wow. Wow. Vielen Dank. Ja. Ja, bitteschön, Janina. Das Erste, was mich direkt mal am Anfang interessiert, dieser Name und die Geschichte, sind die wahr oder ist das ausgedacht? Das war. Welcher Name? Ach so, nee, der ganze Name. Ja, das ist tatsächlich wahr. Das ist tatsächlich wahr. Ich weiß aber gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber das ist tatsächlich so wahr. Und ich wusste auch nicht, dass man sich auch einfach seinen Nachnamen so einfach umbenennen darf. Mega gut. Aber anscheinend ist das ohne weiteres möglich. Und also falls ihr adlig seid und noch Leute adoptieren wollt, meldet euch in den Kommentaren. Wie recherchiert man das? Also oder stand das direkt im Wikipedia? Nee, das war ein Spiegelartikel zu dem Thema. Das wäre legitim, oder nicht? Ja, stellen aber keine Fragen. Und jetzt stell mal sowas in deine Quellen. Hast du das gelesen? Was kommt das her? Nein, weil ich hatte es nur so gewundert, wie kommt man denn auf so eine, diese Namensgeschichte? Weil die da hat perfekt reingepasst. Ja. Und deswegen dachte ich mir, also, war das in dem Artikel mit drin? Oder hast du dir das selber da habe ich mir schon ein bisschen Mühe gegeben. Wow. Ja, nicht schlecht. Valentin. Sorry. Das wäre auch erstmal ein positives Feedback. Ich fand die Herangehensweise sehr kreativ mit dem Namen und so. Dadurch hat man das dann, was später kam, was ja wesentlich trockener war, wesentlich besser verstanden. aber ich habe eine Frage zu der Folie, die vor der war. Zu nämlich eine kleine rechtliche Zwischenfrage. Und zwar bei dem Gefängnisbeispiel. Da ist ja der Bleibewille, ja. Klar, der ist nicht gegeben. Ah, ja. Aber irgendwo ist es in dem Moment doch zum Beispiel auch die Post- und Meldeadresse und die tatsächliche Anwesenheit. Absolut, also, absolut. Ja, das sind ja nur Indizien. Genau, aber müssen die überwiegen, um das dann zu entscheiden? Also was ist, wenn es 4-4 steht? Ich glaube, die grundsätzliche Idee ist, dass du nicht jetzt irgendeine Straftat anrichtest, vor Gericht landest und du weißt, irgendwie in Costa Rica ist es total lax bestraft, also behaupte ich einfach mal, mein persönlicher Aufenthalt ist Costa Rica. Ja, und dann kann aber der Richter fragen, Moment mal, da kann ich anhand der Indizien mal nachprüfen, ob das wirklich eine glaubwürdige Aussage ist. Und wenn du sagst, du warst noch nie in Costa Rica, du willst nicht in Costa Rica sein, du sprichst kein Costa Ricanisch, dann hast du keine Chance, damit durchzukommen. Ja, wenn ich vorher schnell eine Wohnung miete, da in Costa Rica? Postmeldeadresse? Das geht. Das sagen, behaupte ich, ich habe da Freunde. Ja, aber willst du da sein? Fotos davon zu machen? Genau, und, aber Verwandtschaft, dann ist soziale Interaktion. Ganz viele Freunde. Also, aber wie heißen die Freunde? Ricardo, Ricarda,
Costa. Freigesprochen. Das ist ja eben, sowas ist ja nachweisbar tatsächlich. Ja, so, dass, ja. Deswegen, jetzt verstehe ich das schon so ein bisschen besser. Weil man kann ja nicht einfach sagen, so, ja, sie haben da irgendwie den Mord begangen. Nein, eigentlich bin ich in dem Land gemeldet. Da wird das vor Lachs bestraft. Ja. Ja, aber sie sind da ja nicht. Ja, aber ich will da sein. Ja, so, das wäre eine total blöde Argumentation. Also, das kann nicht reichen. Dann muss ich, bevor ich, wenn ich meinen Mord am Planen bin, dann muss ich von bestenfalls ein Jahr vorher, vielleicht noch mehr vorher, schon dann eine Wohnung mieten. Ja, genau. Damit dann, die dann ein kleines Freundesnetzwerk viele aufbauen. Freunde finden. Ganz, ganz viele Freunde, gehst du in den Tischtennisclub und sprichst Leute an und dann. Ja, wie spannend, Doch, ich finde es gut, dass wir jetzt von einem rechtlichen Thema noch zu Mordhilfe gekommen sind. Darum geht es immer einfach. Und das habe ich auch gesucht in dem Thema, so, wo sind die guten Sachen? Aber es ist wirklich, ich glaube nicht, wie lächerlich kompliziert das alles ist. Vor allem das Tolle ist ja, also es gibt ja dieses eine Kollisionsrecht, IPR, aber es gibt ja auch ganz viele verschiedene Kollisionsrechte. Also es gibt verschiedene Rechte, die regeln, welche verschiedenen Länderrechte angewendet werden. Das heißt, du musst ja erstmal klären, welches Kollisionsrecht ist gültig. Da gibt es auch verschiedene. Aber das ist, es gibt sogar den Fall, dass es teilweise so Verweisungskreise geben kann, dass die immer wieder zurück auf andere verweisen und es so Endlosschleifen gibt. Und dann gibt es aber auch Regelungen, wie diese Endlosschleifen wieder aufgebrochen werden. Aber das war super kompliziert. Okay, dann hast du auch eine Frage? Nee, ich fand das sehr interessant. Ich wollte dir auch positives Feedback geben. Die Anfangsgeschichte hat schön eingeleitet in dein Thema. Ich finde es auch immer gut, wenn man sich dem Thema etwas nähert und nicht gleich sagt, wie vielleicht später an anderen verraten, das ist mein Thema. Das finde ich immer gut. Sofort das in die Räder werfen einfach, Steffen. Ja, das ist mein Thema. Ja, danke schön. Freut mich. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was gelernt und dickes Sorry an alle Juristen, die das sehen. Das war wahrscheinlich alles falsch. Ich hab mir direkt gedacht. Das war alles falsch. Auch so Begriffe wie Rechtsnorm, Recht, so, das bedeutet ja alles was anderes. Ich habe keine Ahnung, ich sage einfach Gesetze. So, ein paar Leute haben sich schon ausgedruckt und Rotstift angesetzt. Ja, absolut. Voll. Ich frage mich direkt, kennt die Christian Solmecke? Der hat ja so einen Rechtsschimmel. Oh nein, der reagiert mittlerweile auch viel auf so YouTube-Videos. Oh, der wird bestimmt da mal drüber auseinandernehmen. Hör auf damit. Nein, das war nur Spaß. Das war's von mir. Ganz lieber Typ. Florentin, noch eine Sache, das war meine Lieblingsfolie. Ja, fand ich auch. Sehr gute Form gewählt, muss man sagen. Ja, das ist immer sehr wichtig. Das fällt mir richtig gut. Vor allem das zweite Herz finde ich richtig gut. danke dir, freut mich. Gut, sehr schön. Das war's von mir. Vielen Dank zum Thema Personalstatut. Damit kommt jetzt Janina. Hallo. Was brauchst du denn? Kann ich dir helfen? Nein, ich regel das schon, danke. Oder kann ich mich ausloggen? Sollen wir den Mediawagen holen? Du bist jetzt bei mir in Google Drive eingeloggt. Du kannst jetzt richtig viel Schaden anrichten. Oh, wow. Nee, ich mach einfach alles zu, oder brauchst du? Siehst du, nehme ich mir alles zu. Kann ich zumachen? Das hatte ich geplant, einen Overhead-Projektor, aber ich hatte auch beim letzten Mal schon geplant, im Schreibwarenladen mir Plakat und Prittstift zu kaufen. Alles ist super aufwendig. Wenn du am Tag vorher anfängst, ist das halt nicht mehr drin. Und wo kriegst du heutzutage noch Overhead-Projektoren her? Ja, ich hatte eine gute Idee. Hier ist doch die Schule gegenüber. Da hätte ich sofort nachgefragt. Da musst du dir nämlich auch nur einmal über die Straße rollen. Das ist super schlau, schlau. Das ist ein guter Punkt. Da müssten wir eigentlich mal eine Spezialsendung machen über die Overhead-Projekte. Genau. Das fände ich auch ohne digitale Technik ist quasi dann... Und dann so mit diesen dummen Stiften darauf quieken. Ja, das quieken. Also in der Uni, da gab es bei uns schon Beamer und so alles. Aber wir hatten einen Professor, der hat noch einen Overhead-Projektor gehabt mit so einer Folie, die man so rollen konnte. Also nicht mit einzelnen Folien, sondern mit so einer Rolle. Das war eine ganze Industrie damals. Overhead-Projekt. Liebe Schüler, eine coole Technik. Ja, wir sind ruhig. Entschuldigung. Herzlich willkommen zu meinem Referat. Ich habe euch ein kleines Intro vorbereitet, was euch auch an mein Thema ranführen soll. Und das würde ich euch doch dann gerne mal abspielen. Regie, bitte. Ich schätze, ich war dumm. Dumm genug, um zu glauben, dass so ein alltäglicher Spruch nicht wahr ist. Ja, an dieses Mädchen kann ich mich erinnern. Das ist aber schon verdammt lange her. 11 Jahre. Ja, es ist schon jetzt 11 Jahre her, dass wir mit einer großen Kindergruppe in der freien Natur unterwegs waren und den Kindern die Fledermäuse vor Ort gezeigt haben. Und die Ähnlichkeit hier im Buch, ja, ist auch noch zu sehen. Seite 7 und dann 11 Jahre später. So.
Sie haben recht. Sie haben recht. Der Spruch. Er ist wahr. Wow. So, meine Damen und Herren, es geht um die Kurzohrfledermaus. Das ist mein aktuelles Thema. Ich muss jetzt einmal kurz hier switchen von Medien zu Medien. Das war auch mit eigentlich das Coolste am Referat. Das ist jetzt vorbei. Ich hoffe, euch hat es vielleicht trotzdem gefallen. Ja. Damit habe ich auch schon mal 2 Minuten rausgeholt. Das ist gut. So, ich muss eben einmal öffnen, sorry. Einmal switchen. Jetzt schon so viele Fragen. Ja, ein paar von euch, okay, ich bin geswitcht. Ein paar von den Fragen kann ich vielleicht auch schon direkt beantworten. Das auf dem Bild bin tatsächlich ich. Hier. Und der Kerl, den ihr da gesehen habt, das war der Typ, in dessen Buch ich bin, mit dieser Fledermaus, die man da sieht. Der hat das geschrieben und er hat diese Führung damals quasi gegeben, wie er schon erzählt hat. Also um das vielleicht, um die Verwirrung vielleicht direkt mal irgendwie aufzuholen. Ich dachte mir, wow, was für ein Florentin ist schon jetzt der. Ich dachte, das wäre dein Vater. Nee, mein Vater wird mich ja wohl vor, also innerhalb von 11 Jahren mal, naja, egal. Ja, ich stelle die Fragen später. Du stellst die Fragen später. Alles gut, alles gut. Genau, und da habe ich mich gefreut, wow, ich habe es vorhin in der Pre-Show schon erzählt. Meine Mutter hat mir diesen Denkanstoß gegeben und ich dachte mir, wow, da mache ich ein komisches Intro drüber. Und das hat auch viel länger gedauert als alles andere an dem Referat. So, jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie diese Dinge aussehen. Das ist eine wunderschöne Kurzohr-Fledermaus. Oder auch genannt Kurzohr-Bart-Fledermaus. Und ich wollte das alles ein bisschen visueller darstellen, deswegen eben das hier. So, ich habe, wie schon erzählt, ich habe eine Gliederung vorbereitet. Es geht erstmal ein bisschen um was Allgemeines, über Fledermäuse, über die Kurzohr-Fledermaus. Dann ein paar Merkmale, wie unterscheidet die sich eigentlich von einer stinknormalen Fledermaus? Verbreitung, Lebensweise, Systematik, Gefährdung und Schutz. Falls euch diese Gliederung irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie, habe ich schon mal gesehen, das ist irgendwie sehr gut gegliedert. Ich habe mich ein bisschen an dem Wikipedia orientiert. Also, er hat mir einen guten roten Faden gegeben, aber man darf auch nicht 1:1 kopieren, deshalb nicht wundern, ja. Inspiration. Okay. Was Allgemeines, ja, Kurzohrfledermaus stammt natürlich, wer hätte gedacht, von der Fledermaus ab, aus der Ordnung der Fledertiere, und nochmal genauer gesagt, die Art sind die Mausohren, und was ist die Besonderheit, warum sind Fledermäuse eigentlich super fucking cool? Weil die fliegen können, und das sind die einzigen Säugetiere neben Vögel, die fliegen können. Da sag ich mir schon mal, wow, das ist cool. Es gibt weltweit ungefähr 1000 Fledermausarten und eben, wie schon gesagt, die Mausohren, das ist eine Art davon, die ich hier heute bekommen habe. Es gibt auch noch eine Familie, ihr kennt ja aus dem Biologieunterricht, es gibt 1000 verschiedene Bezeichnungen für alles Mögliche. Ich habe es mal mit reingepackt, weil ich fand es irgendwie auch ganz süß. Kommt aus der Familie der Glattnasen. So, Lebenserwartung ist ungefähr bei Fledermäusen 6 bis 7 Jahre. Was ich vielleicht auch gar nicht so gedacht hätte, dass sie so lang leben. Aber ist ja schön. Das ist schön. Guter Effekt. So, kommen wir zu den Merkmalen. Was macht es aus, diese Kurzohrfledermäuse? Und oder was macht die auch so ein bisschen besonders? Wie genau heben die sich jetzt ab? Habe ich 3 Merkmale für euch mitgebracht. Zum ersten sind sie sehr, sehr klein. Mit 36 bis 52 mm sind die schon sehr, sehr kleine Dinger. Und vor allem haben sie kurze Ohren. Vielleicht hättet ihr es nicht gedacht, aber das ist das krasseste Merkmal, was da heraussticht. Die kleinen Ohren, 11 bis 13 mm. Keine Ahnung, ob die damit noch hören können, offenbar schon. Und ja, normale Fledermäuse, der Vergleich, genau, sind 5 cm lang. Ja, der Stuhl ganz links ist nicht so gut, ne? Da sieht man nicht so, was unten ist. Darf man direkt eine Frage stellen? Ja, sehr gern. Also die normale Fledermaus ist 5 cm lang und davon sind 4 cm Ohren? Ja, tatsächlich habe ich das auch. Also ich habe ja viele Quellen und eine davon habe ich mehrmals nachgelesen, weil ich mir auch gedacht habe, ist das? Ich habe es nicht weiter nachrecherchiert, ich habe der Quelle geglaubt. Also die eigentliche Fledermaus ist nur 1 cm groß und dann 4. Ich habe das so übernommen, wow. Florentin. Möchtest du diese Quelle hinterfragen? Ich finde das super. Ja, das ist total spannend. Und ich habe eine Umrechnungsfrage, weil sind 100 Millimeter 1 Zentimeter oder 10? 10 Millimeter. Das ist ein anderes Referat. Okay, ja, nee, ich wollte nur wissen, wie klein sie wirklich ist.
Ja, sollen wir dir ein Lineal? Ah, scheiße, das Nein, ich weiß gehen. Es jetzt. Ich weiß nicht, wie groß ein Zentimeter ist. Das weißt ja. du. Ja, das weiß ich. Okay, perfekt. Genau, und da ein kleiner Funfact zu, das stand auch übrigens auf der Seite. Im Vergleich zu Menschen, also im Verhältnis, diese Ohren von normalen Fledermäusen jetzt, dann hätten wir, durchschnittliche menschliche Größe, 1,40 Meter lange Ohren, wenn wir so wie Fledermäuse quasi wären. Das ist schon krass, finde ich persönlich. So, jetzt habe ich meine Interaktion mitgebracht mit euch. Hätte ich gleich mal eine Frage. Was ist das? Estland. Florentin? Das ist Kamerun. Ich, Bisschen Input, ja. Was schießt euch in den Kopf, wenn ihr das seht? Es könnte auch ein alter Schuh sein, der vielleicht ausgegraben wurde. In das war auch direkt das Erste, woran ich gedacht habe, ja. Valentin. Das kann doch nicht sein, dass ihr alles und nicht das Gleiche denkt wie ich. Ich verrat's euch. Ja, du bist der Einzige, der es offenbar nicht aussprechen möchte vielleicht. Ja. Ich verrate euch, das ist das Verbreitungsgebiet. Ja, der natürlich. Ja, das, um das einfach mal gesehen zu haben. So, ich habe es natürlich jetzt noch mal hier so mitgebracht. Allgemein gesagt, wenn ich sage allgemein, meine ich damit generell, Fledermäuse sind weltweit verbreitet. Aber KOF, die Abkürzung für kurz auf Fledermaus. in Teilen Ostasiens, in Kasachstan, in China, russische Sibirien, in der Mongolei und ganz viele Inseln. Ich dachte mir, das ist vielleicht, ich habe es jetzt abgekürzt, ein paar Inseln. Ihr habt es ja gesehen auch auf dem Bild. Ne? Das, ich kann da noch mal einmal kurz zurück. Hier sieht man die ja teilweise. Okay. Ich gehe wieder nach vorne. So, zur Lebensweise. Leider gibt es relativ wenig Informationen zu den Kurzohrfledermäusen. Das ist leider sehr schade. Aber alle Informationen, die es gibt, habe ich natürlich für euch mitgebracht. Und zwar leben sie vor allem in Bergwäldern und Gebirgsregionen. Wer hätte es gedacht bei Fledermäusen? Oh nein, sie machen Rast in Baumhöhlen tatsächlich und Steinspalten und überwintern gerne in Höhlen, aber auch in unterirdischen Höhlen. Also nicht immer in den klassischen. Und ernähren sich vor allem von fliegenden Insekten. Jetzt bräuchte ich einmal den Pause-Screen, weil da habe ich natürlich auch wieder Mediamaterial mitgebracht für euch, um das sich einmal anzugucken. Fliegende Insekten, wow, das haben wir noch nie gesehen und deswegen gucken wir uns das natürlich einmal an. Ich öffne mein zweites Mediadatei. Okay, können gerne rein. Hier, wie man gerade sieht, aus dem Baum heraus, geht auf die Jagd und schnappt sich ein Insekt auf den Boden. Ist es nicht, also, ist schon spannend. Also, Entschuldigung, ich höre hier gerade Gelächter, aber das Bildungs... da habt ihr es gesehen. Auf den Boden geknallt, hat sich einfach das Fliegeninsekt geholt. Schade, dass da Laub ist, muss ich zugeben. Es gibt aber noch ein anderes Setting, wenn ich hier mal so ein bisschen weiter nach vorne gehe. Hier haben wir das andere Setting, das Insekt da unten. Und jetzt, passt auf! Wo kommt sie angeschossen? Und zack. ja, dass ihr das auch mal gesehen habt, so sie sieht ein bisschen groß aus tatsächlich da. Das passt ja eigentlich gar nicht zu allem anderen, was ich ja gesagt habe. Okay, wollte ich nur mal bebildert haben und nicht bitte wieder genau und nicht um mein Referat irgendwie schön länger zu bekommen, sondern ich dachte mir, das ist auch einfach mal spannend, wenn man das einfach mal gesehen hat. Okay, jetzt gebe ich wieder einmal zurück. Bin ich so richtig? Ja, ich habe gerade noch überlegt, ob ich noch was dazu aufgeschrieben habe. Leider nicht. Es gibt ja auch wenig Informationen dazu. Also mir sind auch selbst persönlich die Hände gebunden. Ich habe es versucht. Ich habe tagelang recherchiert, durch Websites geklickt. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe nichts weiter gefunden. Tut mir leid. Es war einfach sehr schwierig. So, Systematik. Was zur Hölle ist damit gemeint? Ich kann es euch auch noch nicht so genau sagen. Und weil ich das nicht so genau sagen kann, habe ich euch 1:1 den Wikipedia-Artikel hier reingeklatscht. Aber mit Hervorhebungen. Cooler Effekt. Zum Beispiel, dass die wissenschaftliche Erstbeschreibung von dem guten Herrn Sergei Ivanovich Ognojov kommt. Das ist ein russischer Name. Und im Jahr 1912 hat er diese Kurzohrfledermaus entdeckt, tatsächlich. Und sie dann einfach mal, oh, das habe ich nicht aus. Er hat sie benannt nach den Nikolaus F. Ikonikov. Habe ich auch vorher nachgeguckt. Und das, was jetzt hier in Klammern steht,
hier, das sollte eigentlich an andere Stelle hin, weil das ist, gehört nicht zu ihm, sondern nach ihm. So wurde die benannt, das ist die wissenschaftliche Bezeichnung der Kurzohrfledermaus. Ich persönlich finde die Bartfledermaus besser, die Bezeichnung, aber ist ja auch nicht meine Wahl. Ja, es gibt noch ein paar Unterarten, die skippe ich aber auch für euch. Fragende Gesichter, die skippe ich auch für euch, weil das könnt ihr im Nachhinein vielleicht das nochmal anschauen, zu Hause nochmal Revue passieren lassen. Ich gebe dann ein Handout mit nach Hause, da könnt ihr das nochmal ein bisschen genauer lesen. Ihr Zuschauer da draußen, haltet einfach dann auf Pause. Okay, ja, innerhalb der Art gibt's natürlich noch also diese Bezeichnungen, aber keine anderen Unterarten. Das ist nämlich die einzige und das macht sie auch so besonders. So, dann habe ich noch ein bisschen was über den Gefährdungen und den Schutz mitgebracht. Und zwar wird die Kurzohrfledermaus nicht als gefährdet eingestuft, Gott sei Dank. Ich weiß, ihr hattet vielleicht ein bisschen Angst. Ich fand es auch schwierig, als ich recherchiert habe. Aber sie wird nicht so eingestuft. Und warum nicht? Erstens, weil sie ein relativ großes Verbreitungsgebiet hat. Zweitens, weil sie ein sehr regelmäßiges Vorkommen hat. Also es sind nicht nur wenige davon vorhanden. Die gibt's ein paar Mal. Und es gibt kein Risiko, dass die Bestände irgendwie aussterben könnten jetzt in naher Zukunft. Hat mich persönlich sehr gefreut. Das ist doch eine schöne Sache. Ja, lediglich bedroht in Japan. Das ist das Einzige. Und warum? Habt ihr vielleicht eine Idee, warum? Wie kann es sein, dass sie nur in, jetzt nur in Japan vielleicht bedroht sind? Strahlung. Hm, das ist eine Idee. Ich wollte auch mal was sagen. Aus der Pistole geschossen, wow. Was ist denn mit Japan? Aus der Pistole geschossen. Sonstige Ideen außer die Strahlung? Also ich will keine Vorurteile bedienen, aber vielleicht, weil die dort als Delikatesse gilt oder so etwas. Mhm. So ein Florentin, noch eine Idee? Ich weiß, gerne als Haustier benutzt wird. Und man mhm. die sehr stark. Ich habe über alle drei auch nachgedacht, aber über die Strahlung nicht so arg. Aber tatsächlich liegt es an dem großen Verlust der Primärwälder. Ja, Japan, vielleicht macht man da mal ein bisschen was gegen, weil ich würde gerne den Titel, wird nicht als gefährdet eingestuft, für überall behalten. Und das finde ich ein bisschen, finde ich nicht so schön von euch. So. Okay, das war mein Referat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die Kurzohrfledermaus. Mehr gibt's auch nicht zu sagen. Bitteschön, ich gebe das Wort an euch. Ja, Herr Will. Nochmal kurz zur Erklärung. Der Herr, den wir am Anfang gesehen haben, der hat ein Buch geschrieben. Über Fledermäuse. Über Fledermäuse und du bist in dem Buch abgebildet. Genau, Seite 7. Und zu welchem Zweck einfach nur, um Diese Fledermaus da vorne zu zeigen. Sag mal, Florian, das Bild hier. Hat all. Genau. Alles klar. Und du, also das du. Bin ich, Freunde. Und kriegst du da Anteile an den Buchverkäufen? Oder wie wurde das? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass der sich bereit erklärt hat, bei so einem Quatsch mitzumachen. Ja. Weil das ist bei so einem Buch, ich meine, da gibt man auch so ein bisschen sein Herzblut rein und dann komme ich mit so einem Scheiß um die Ecke. Ich habe ein Drehbuch mitgebracht, bitte halten Sie sich an das Skript. Fupp, hingeklatscht. Aber tatsächlich gemacht, bin ich sehr dankbar. Aber hätte er gesagt, dafür. Ich habe da keinen Bock drauf, hätte sie auch sagen können, so, jetzt diskutieren wir mal die Bildrechte. Ja, genau. Tantiemen. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass es nach dem heutigen Tag zu einem Bestseller wird. Also, ja. Das hoffe ich. Seite 7, ne? Merkt euch das? Aber das war quasi eine Veranstaltung, wo Kinder diese Fledermäuse mal aus der Nähe beobachten konnten. Guck mal, wie nah ich da dran bin. Also, hallo? Ja, ist schon irre. Das ist schon irre. Ich glaube, der Bilduntertitel ist auch Auge in Auge. Und da checkt man halt auch erstmal, wie klein die wirklich ist. Die ist ja nur so. Ja, das ist irre. Das ist ja nur so ein kleines. Das sind ja auch Kinder, ne? Also die sind. Das stimmt. Die Frage ist, ist das eine Kinderhand oder eine Erwachsenenhand? Ja, das ist eine Erwachsenenhand, oder? Aber wie kann das sein? Weil im Verbreitungsgebiet war ja jetzt Deutschland gar nicht dabei. Also wurde die dann gefangen genommen und in Deutschland? Also. Okay, da hast du mich jetzt erwischt, dass es keine Kurzohrfledermaus ist. Oh, ich fass es nicht. Es ist eine normale, ja. Florentin, das war's. Mann, Florentin! Ich hab so gehofft, dass es niemanden auffällt, aber du fragst es natürlich. Also. Nee, die wurde von genommen aus Japan. Nee, tatsächlich, ich bin mir gar nicht so sicher. Es könnte, jetzt wo ich drüber nachdenke, meine Mutter hat mir am Telefon irgendwas gesagt, wie dass der die irgendwie aufgepäppelt hat und dann könnte es tatsächlich sein, ob. Aber ich möchte es nicht behaupten, ohne es sicher zu wissen, deswegen gehen wir mal mit dem. Ich weiß nicht. Gott sei Dank ist das auch schon eine Zeit lang her, weil aktuell ist ja problematisch eher Fledermäuse. Guter Punkt. Ja. Strich das ruhig mal an. Ja, mach ich. Nee, zeig jetzt hier gerade auch mal mit dem Finger. Ich prangere das an.
Also, Dankeschön, Valentin. Ja, bitte, sorry. Ich habe eine Frage, weil bei Fledermaus denke ich natürlich an dieses etablierte Sonarsystem, mit dem die dann irgendwie auch im Dunkeln sehen können. Mhm. Wie ist das denn, wenn die jetzt so kleine Ohren hat? Ist das dann nicht ein Problem, dass das dann nicht so gut funktioniert, oder? Nee, die hat ja riesige Ohren. Nee, die Kurzohrfledermaus hat ganz kleine Ohren. Ja, aber die hat doch trotzdem längere Ohren, als ihr Körper ist. Oder war das auf die Standardfledermaus? War längere Ohren, als der Körper ist? Das war auf die Standardfledermaus. Standardfledermaus hat 1 cm Körper und 4 cm Ohren. Ja, okay, nee, dann ist die Frage natürlich mehr als berechtigt. Florentin. Nee, das wirkt sich nicht aus. Nee. Okay, ja, gut. Ja, sehen übrigens schwarz-weiß. Größere Ohren. Okay. Die können nur schwarz-weiß sehen, deswegen müssen sie schon. Ah, das klar. Das ist übrigens das Bild, was wir bei der Auslosung, wo ich lachen musste, als ich das gesehen habe. Ich finde, die hat einen Mund wie ein Opossum ein bisschen. Also jetzt aber. Was? Opossi sind total süß. Ist so besser? Aber die hat irgendwie so einen coolen Pelz, das sieht wirklich aus wie so ein Wintermode eigentlich. Voll. Ich fand nur den Jagdstil fand ich so ein bisschen unmotiviert. Vor allem muss man sagen, also dafür, dass du uns fliegende Insekten versprochen hast, haben die Insekten nicht geflogen. Das lag ja auch nicht am Boden. Was erwartest du von mir, dass ich das selber filme? Das ist so keine viel Kritik an dir, aber du meinst, das ist eine Kritik an dem Filmemacher. Was sah so ein bisschen aus wie Augsburger Puppenkiste, wie als hätte er noch so eine Faden gefehlt. So. Ich glaube, einfach nur fallen. Einfach. Das ist mit dem Laubwald auch besonders lustig. Wir haben, glaube ich, alle gelacht, weil sie wirklich so nochmal gebounced ist. Wie runtergefallen. Lustiges Tier. Toll. Die Recherche war schwierig. Ich muss ehrlich sagen, die Recherche war so schwierig, weil es so wenig Informationen über die Dinge gibt. Total schwer. Ich habe versucht, das Beste rauszuholen für euch, liebe Zuschauer, und für euch natürlich auch. Und da war das einzige Video, was ich finden konnte. Darauf muss ich aufbauen. Ich war leider nicht nächtelang in Höhlen in Japan. Ich hätte vielleicht. Aber du musst dich ja auch gar nicht rechtfertigen, weil dieses Intro war fantastisch. War richtig gut. Also, das stimmt, was hat er? Gut, sogar mit Haze hier. Also, Wahnsinn. Ich dachte, fällt euch das vorher auf? So? Das war meine erste Frage, als ich Raum getreten habe. Wer hat die Nebelmaschine? Oh shit. Nur niemand hat darauf geantwortet. Mir ist nicht aufgefallen, tatsächlich. Überhaupt nicht aufgefallen. Steht da noch von Krogi, die ist hier immer. Ja, kurz überlegt, ob ich die noch abdecken soll. Ich dachte, ganz ehrlich, das interessiert doch keinen, aber der aufmerksame. Nein, ich liebe einfach Nebelmaschinen. Ach, hast du sofort daheim so ein paar? Nee, leider nicht. Habe ich mir nie leisten können. Na gut, okay. Aber toll, wirklich. Vielen Dank. Sehr gut. Vielen Dank. Ja, dann gebe ich ab an Steffen. Ich glaube, wir machen erst eine kleine Werbung, oder? Ja, wir machen noch eine kleine Werbung. Und kommen dann gleich wieder zurück mit den letzten Referaten. Ich freue mich sehr. Also holt euch ganz kurz was zu trinken. Verarbeitet kurz das gelernte Wissen. Geht nochmal die Notizen durch, damit das auch hängen bleibt. Und dann kommen wir gleich wieder zurück mit Steffens Referat. Bis gleich. Willkommen zurück zur Referateshow. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr da draußen alle da seid. Schön, dass ihr hier sitzt. Ich darf heute ein Referat halten über ein Thema. Das kann ich schon mal sagen. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Im Vorhinein, ich fand's so gut. Ich habe mich so gefreut über dieses Thema, als ich es gelesen habe. Dachte so, das ist doch was Interessantes. Es geht, das kann ich schon mal verraten, um eine audiovisuelle Reise, die ich heute mit euch machen möchte. Die Betonung liegt auf Audio in diesem Fall, denn es geht im weitesten Sinne um das Thema Musik. Und beim Thema Musik, da fällt einem natürlich sofort ein, das ist das beste Thema, um irgendwie Referate zu machen. Man kann was mitbringen, man kann was gemeinsam hören, man kann Texte analysieren, man kann sich die Instrumente angucken, man kann sich die einzelnen Künstler angucken. Dann bin ich ein bisschen in mein Thema eingestiegen und habe gemerkt, das geht alles nicht. weil Musik hier ist schwierig, unsere Schule hat leider keine GEMA-Lizenz. Gut, muss ich mir andere Musik suchen? Die Künstler, über die wir heute reden, machen keine klassische Musik in dem Sinne. Die spielen auch keine Instrumente. Und über sie gibt es genau zwei Quellen in dem Wikipedia-Artikel. Ich habe beide angeklickt und beide gelesen. Und sie haben mir nicht sonderlich weitergeholfen. Aber ich denke mal, ich kann für euch da draußen und für euch hier vielleicht trotzdem einmal einen Einblick geben in die Welt der Gruppe. Jetzt können wir mal in die Präsentation schalten. Erdenstern. Florentin kennt's vielleicht. Ja, Florentin hat vielleicht schon mal eine ungefähre Ahnung. Wir sehen hier schon den Untertitel Musik für das Abenteuer im Kopf. Ich glaube, hier bei dieser Version gibt es leider nicht. Doch, unten rechts. Echt? Nee, doch da. Okay, entschuldige bitte. Weil man sieht mein Thema.
Entschuldige. Oh. Musik für das Abenteuer im Kopf. Das gibt schon mal so einen kleinen Hint darauf, wohin es ungefähr geht, die Reise. Aber haltet euch noch ein bisschen zurück. Ne? Nicht sofort nach vorne rennen und den Weg entlang laufen, den Waldweg entlang, sondern das müssen wir natürlich auch noch ein bisschen aufbauen. Wir müssen erstmal ein bisschen rangehen. Und ich würde sagen, was wir uns als erstes angucken, ist erstmal die Gruppe selbst. Und ich habe hier ein Bild gefunden, wow, aus dem Jahre 2006. Das sind die drei. Das sind Andreas Petersen, der Komponist der Gruppe, und Eva-Maria Petersen sowie Per Dittmann. Das hier ist ein Bild von 2006. Gegründet hat sich Erdenstern 2004 und existiert bis heute. Ja, Andreas Petersen ist Komponist und auch Komponist der Musik der drei. Und die anderen beiden sind Designer. Jetzt fragt ihr euch natürlich schon erstmal so, okay, wir haben hier einen Komponist und zwei Designer. Das, was kommt da für Musik raus? Wie soll das funktionieren? Wer spielt da welches Instrument? Und um herauszufinden, was Erdenstern denn für Musik macht, würde ich sagen, wir lassen sie erstmal selbst zu Wort kommen. Nur in einem Zitat hier, aber das befindet sich auf ihrer Webseite. Musik bewegt uns, sie verändert Stimmungen, sie ist wie der Duft, die Vorahnung, die Empathie einer Szene. Ein besonderer Moment, der ohne Musik unbemerkt vorbeigleiten würde, wird durch die Komposition betont. Diese Welt des kaum wahrnehmbaren, unsichtbaren Begleiters durch Filme, Projekte und Spiele. Genau diesen besonderen Begegnungen haben wir unsere Projekte gewidmet. Das ist erstmal ein kleiner Einblick darin, was macht Erdenstern überhaupt? Und jetzt wollen wir uns dem Ganzen noch mal ein bisschen nähern, ein bisschen reingucken. Okay, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Und wir fangen mal an mit einem kleinen Rätsel. Was haben diese vier Personen gemeinsam? Ah, weiß jemand, wer das ist? Habt ihr eine Idee, was die gemeinsam haben vielleicht? In zwei der Bilder hat sich ein kleiner Hinweis versteckt, das kann ich schon mal sagen. Valentin, hast du eine Idee? Auf jeden Fall Filmschaffende. Aha, ist schon mal etwas, ja. Was machen die denn mit dem Film genau? Filmmusik. Sehr gut, Florentin, richtig. Das sind alles Komponisten von Filmmusik. Wir sehen hier John Williams, der natürlich verantwortlich ist für den Soundtrack von Star Wars und Indiana Jones unter anderem. Dann direkt rechts daneben Ennio Morricone für eine Handvoll Dollars. Ne, wer kennt es, der typische Italo-Western wird in der Regel von ihm komponiert. Dann haben wir relativ neu dabei Hildur Gönner dort hier, die hat unter anderem den Soundtrack vom Joker gemacht, vom Joker-Film, relativ neu rausgekommen. Und rechts daneben Howard Shore, Herr der Ringe-Soundtrack, haben wir alle, glaube ich, gehört. Und jeder von uns kennt zumindest eins dieser Lieder und denkt sich, ah, das war geil, das kommt irgendwie dazu. Und deswegen so ein bisschen geht's jetzt in Richtung Musik, es geht in Richtung Filmmusik, es geht in Richtung Soundtracks, das kann ich euch schon mal sagen. Warum ist denn Musik wichtig für Filme? Naja, zum einen transportiert Musik natürlich auch Emotionen. Ne? Wenn man beispielsweise bei Duel of the Fates von Star Wars Episode 1 die Lichtschwerter sich kreuzen, dann fühlt man gleich mit, man fühlt eine Stimmung, man ist irgendwie mittendrin. Gleichzeitig schafft es eine Verbindung zwischen demjenigen, der vor dem Bildschirm sitzt oder vor der Kinoleinwand, mit den Leuten, die in dem Film jeweils drin sind. Und natürlich wird es auch zum Kultobjekt. Es wird zum Werbeobjekt ein Stück weit. Jeder kennt irgendwie den Soundtrack von Der weiße Hai. Jeder kennt Duel of the Fates, das, was ich gerade gesagt hatte, von dem ersten Teil von Star Wars. Und jeder kennt natürlich auch den Harry Potter Soundtrack. Also Soundtracks sind heutzutage eigentlich nicht mehr wegzudenken aus dem Filmbusiness. Und Soundtracks ja, sind auch in anderen Bereichen wichtig. Aber lasst uns mal kurz ein kleines Experiment wagen. Ja, ich würde mal kurz euch bitten und auch die Leute da draußen, macht mal eure Augen zu. Ich habe hier drei bisschen Musik mitgebracht, sage ich mal, die natürlich nichts mit Erdenstern zu tun hat, aber ich sag's schon mal vorneweg. Und ich würde ganz gern gleich von euch wissen, einmal, was ihr denn so für Emotionen fühlt und auf was ihr für eine Szene im Kopf habt, wenn ich diese Musik abspiele. Wir beginnen mal mit der ersten Musik. Ihr könnt gerne auch schon erste Assoziationen einfach reinrufen. Lass die Emotionen einfach mal freien Lauf. Motorradfahren, abends, Sonnenuntergang. Aha. Ich habe ein komplettes Bild vom Auge, Steffen. Ja, weite, lange Straße, Abenteuer, Einzelgänger. Es gibt keine falschen Antworten. Ihr könnt mal aufmachen die Augen und guckt mal, was ich ausgewählt habe als Szene. Oh! Ne, ihr merkt schon, alles wurde gerade durch die Musik, die Assoziation, die man mit der Musik hat, wurde gerade in eure Köpfe sozusagen transportiert. Ohne, dass ihr ein Bild vor Augen hattet, konntet ihr eigentlich gut beschreiben, was ich hier für eine Szene aufgespielt habe. Ich genau lange Straße gesagt. Ne? Macht doch mal die Augen zu, wir haben noch zwei weitere. Es wird langsam ein bisschen schwieriger, das erste war noch einfach.
Ballett. Okay, interessant. Ah, so ein altes Studio. Haus. Nebel. Im Studio. Eleganz auf jeden Fall. Ich spüre Eleganz. Ich bin eher so bei mysteriös, Kindheit, ja. Waisenhaus, gruselig so ein bisschen. Jetzt, trifft es ein bisschen, aber am Anfang? Könnt ihr mal die Augen aufmachen, was ich jetzt hier gewählt habe? Ja. Oh. Ich finde es interessant, dass Valentin auch direkt Nebel gesagt hat, weil das war auch direkt meine erste Assoziation. Nicht schlecht, sehr gut. Wie gesagt, es gibt keine falschen Antworten, aber dennoch, hier merkt man einfach, Musik transportiert für jeden Menschen bestimmte Sachen, auch für dich, Janina, du hast gesagt Eleganz. Mhm. Ich habe hier so ein bisschen eine eher barocke Szene ausgewählt, ne? Also auch das passt irgendwie so zusammen. Und eins habe ich noch. Das ist ein bisschen schwierig, also... Das ist ein bisschen schwierig, aber jetzt macht nochmal die Augen zu. Das letzte machen wir auch noch. Danach geht's auch weiter mit dem Referat über Erdenstern. Mittelalter. Ja, Natur, Harmonie, Quelle. Ich sehe irgendwie... Aufbruch, morgen. Kutsche. Das ist eine Kutsche. Bitte mal. Jetzt du Frieden. Bartis Auge mal aufmachen, eure Augen, wenn ihr wollt. Oh ja. Frieden, barfuß, ja, aber auch Mittelalter, so ein bisschen Natur, ne? Habe ich auch die erste Assoziation gehabt. Und jetzt sind wir eigentlich genau in dem Thema. Jetzt habt ihr genau erlebt, was Erdenstern für Musik macht. Denn Erdenstern macht keine klassische Musik, sie macht Soundtracks. Und wofür macht Erdenstern Soundtracks? Wir kommen jetzt zu dem eigentlichen Punkt, warum ich gesagt habe, ah, das ist genau mein Thema. Pen and Paper Rollenspiele. Es war ein Lucky Pick, muss ich auch sagen. Krass. Erdenstern macht Soundtracks für Pen and Paper Rollenspiele. Ach, hab ich das sogar auch gesagt. Und das Ding ist so ein bisschen, sie haben angefangen im Jahre 2004 war es, glaube ich, genau, 2004. Und wie sah so ein Rollenspieltisch 2004 aus? So sah der ungefähr aus für alle Leute, die jetzt keine Ahnung haben, was ist Pen and Paper? Pen and Paper ist ein interaktives Rollenspiel. Es gibt einen Spielleiter, der die anderen durch ein Abenteuer führt. Und das Ganze findet normalerweise komplett ohne Medien statt, ohne Bildschirm. Man muss sich alles vorstellen. Man muss quasi sich ein Bild in seinem Kopf erzeugen. Und man hat eigentlich damals ziemlich auf Multimedia-Sachen verzichtet. Man hat gesagt, das stört alles nur, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur unsere Fantasie. Wir wollen so ein Multimedia-Kram überhaupt nicht. Da hat man vielleicht noch hier mal eine Karte in der Mitte gehabt. Man hatte ansonsten nur den Spielleiter oder die Spielleiterin, die Szenen erschlossen haben. Und dann kam Erdenstern und hat gesagt, so ein bisschen Musik wäre ganz geil. Und was hatte man damals für Optionen? Man hätte sich einen Computer dahinstellen können, was aber super unpraktisch ist, weil das sieht erstmal kacke aus, nimmt Platz weg auf dem Spieltisch, den man für Snacks zum Beispiel bereithalten könnte. Und hat auch nicht so richtig funktioniert, man musste das irgendwie ganz komisch mit seiner Soundanlage koppeln, genauso wie beim MP3-Player. Das ist auch irgendwie nicht so richtig geil und funktioniert nicht so richtig. Deswegen ist Erdenstern auf das Medium CD aufmerksam geworden und hat jede Menge Soundtracks für Pen and Paper Rollenspiele rausgebracht, aber nicht nur Soundtracks, und deswegen kommen wir auch zu den beiden Designern des Teams, sondern auch Soundscapes. Und Soundscapes sind das, was ihr gerade um euch herum hört. Das sind Geräusche. Das ist also keine klassische Musik, das ist kein klassischer Soundtrack, sondern es sind einfach Ambient-Geräusche, die dazukommen. Wichtig ist, es ist keine Ambient-Musik. Da gibt's in der Soundwissenschaft noch ganz fiese Fallstricke, in die man sich da reingeraten kann. Also seid da vorsichtig. Jetzt schlagen wir wieder die Brücke zurück zu Erdenstern. Jetzt wissen wir, was macht denn Erdenstern? Wir haben ihre Musik quasi erlebt, ohne dass wir ihre Musik gehört haben. Und deswegen kann ich jetzt auch so ein bisschen gucken, was haben sie denn eigentlich gemacht, und euch mal so ein bisschen die Diskografie vorstellen. Wie gesagt, seit 2004 sind sie aktiv. Sie haben insgesamt 20 Alben und Musikprojekte herausgebracht. Sie selbst sprechen immer gerne von Musikprojekten. Und davon unter anderem 8-mal CDs aus ihrer Into the Serie. Da gibt es hier verschiedene Varianten. Into the Green zum Beispiel, eine ganz klassische Waldlandschaft, die man benutzen kann für Abenteuer im Wald. Into the Blue, Wasserabenteuer. Into the White ist dann halt so eher Schnee. Und Into the Red sind dann starke Klänge, die man zum Kampfe reinnehmen kann. Man sollte natürlich im besten Fall, wenn man all diese CDs nutzen sollte, einen CD-Spieler mit automatischer CD-Wechselung drin haben. Aber solche Technik gab es damals ja schon. Alles gar kein Problem.
Außerdem haben sie mehrere Spiele-Soundtracks rausgebracht, sodass man zu seinem Lieblingsrollenspiel auch gleich den passenden Soundtrack holen konnte. Zum Beispiel hier 25 Jahre Das Schwarze Auge, die Chroniken Aventuriens, Cthulhu, Berge des Wahnsinns. Es gab auch ein Das Schwarze Auge Online-Rollenspiel, Herocon Online. Dafür hat Erdenstern auch den Soundtrack geliefert. Und hier Illyrion, ebenfalls Ruf der Titanen von Erdenstern. Also da konntet ihr quasi zu eurem Lieblingsrollenspiel den passenden Soundtrack kaufen und eure Gruppe mitnehmen auf eine Reise. Außerdem hat Erdenstern natürlich auch noch jede Menge Awards gewonnen, ne? 4-mal den RPC Award von der Roleplay Convention für verschiedene ihrer Alben und 4-mal den Award von Radio Rivendell. Ist prestigeträchtig, muss man auf jeden Fall sagen. Und heutzutage sind sie vor allem unterwegs auf Patreon, auf Kickstarter und auf Bandcamp. Es gab vor kurzem erst eine leider nicht sonderlich erfolgreich liefende Kickstarter-Kampagne für Hauskonzerte, wo quasi die Musik von Erdenstern mit einem vollwertigen Orchester in kleinerem Rahmen wiedergespiegelt werden sollte. Das hat leider nicht funktioniert. Aber dennoch kann man heutzutage immer noch die CDs kaufen. Man kann sie über Patreon unterstützen. Man kann sie benutzen, um seine eigene Spielgruppe mitzunehmen auf eine Reise und hat dann mit Erdenstern Musik für das Abenteuer im eigenen Kopf. Und damit ist mein Referat auch schon beendet. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Habt ihr Fragen? Wow. Ja. Janina. Aber das gibt's schon auch digital jetzt, oder gibt es auch digital? Nein, es ist nicht mehr alles auf CD, keine Sorge, es gibt alles digital. Und tatsächlich bei Patreon ist es aktuell so, die erweitern quasi ihre Into the-Serien. Das heißt, wenn du zum Beispiel schon Into the Green hast, kriegst du eben zusätzliche Tracks, die dazu reinpassen. Und man kann das quasi dann so sein Repertoire ein bisschen erweitern. Und das Bild, ist das ein Privatbild eigentlich? Würde mich irgendwie mal interessieren. Das möchte ich nicht dokumentieren. Ich wollte auch sofort fragen, wer hat ein Buch davon? Ja, ja, ja. Oder hast du nein, Bild? Das ist, wenn man bei Google Pen and Paper eingibt, kommt das als erstes. Der Klassiker. Ich fand geil, dass du dann über Snacks geredet hast und diese eine leere Metzelmix-Flasche. So. Der Klassiker. Ja. Das finde ich sowieso, das muss man kurz sagen, das ist auf jeden Fall. Ja, ja. Also ich finde, das ist deutlich Platzverschwendung, die hier betrieben wird. So ein großer Tisch, so wenig Kram auf dem Tisch, das finde ich ein bisschen als Rollenspieler. Ja, das sieht macht so mich wahnsinnig. Aus, das könnte hier vielleicht noch ein halbes Brötchen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Brot. Ja. Geiler Snack. Ich würde mich doch interessieren, aus welchem Land die kommen. Sie kommen aus Deutschland, kommen aus Hamburg. Aus Deutschland, okay. Cool. Kommen aus Hamburg. Ach, cool. Deswegen meinte ich vorhin, ich hätte eigentlich jemanden auch einladen können, aber es war dann auch, hätte nicht funktioniert, glaube ich. Aber Corona zum nächsten weiter. Großen Pen and Paper. Zum nächsten Mal vielleicht. Ja, genau, Live-Musik. Ja, kommen aus Hamburg. Also machen wir erstmal Valentin, dann wieder zurück zu Florentin, ja? Genau, ich hätte mich eh schon beschwert, weil die Mail-Reihenfolge nicht richtig eingehalten wurde. Tut mir leid. Das muss ich noch üben. Ich bin der Streber hier übrigens in der Runde. Oh, okay. Nein, das stimmt nicht. Mein Referat sehen kommt ja noch. Was war jetzt dein Thema? Pen und Paper oder Erdenstern ist das Erdenstern. Thema. Erdenstern, genau, richtig. Okay, weil du nämlich an einem Punkt dann nämlich diesen Mega-Drop so und Pen and Paper ist mein Thema und dann dachte ich halt wirklich, es wäre der allgemeine Überbegriffstitel und du hast dich halt quasi auf was davon spezialisiert. Nein, es war Erdenstern, keine Sorge. Das wäre sonst ein bisschen fies gewesen. Ja, das stimmt. Tatsächlich, sorry, aber tatsächlich habe ich das in der Pre-Show gesagt, sag mal, hast du Pen and Paper bekommen oder was? Ja. Hab's mir gedacht, so, weil du hast gerade das und ich dachte mir, das kann nicht das Einzige sein, weil das Einzige, was ich mit dir verbinde, ich kenne dich nicht so gut, ist Pen and Paper, der kann auch kein Pen and Paper-Thema haben. Es ist ein Pen and Paper-Thema. Ich stand wirklich vor dem Problem, darfst dir keine Musik zeigen, was machst du damit Musik? Stimmt, aber gut gelöst, auch mit den Hintergrundgeräuschen, die dann zwar andere waren, wahrscheinlich free waren, aber... Ja, die waren natürlich aus unseren eigenen... Oder so, genau. Gerade von Ben. Ja. Du hast noch eine Frage. Mich würde es natürlich interessieren, weil du ja auch selber erfahrener Rollenspielleiter bist, setzt du denn auch in deinen Runden Musik ein und wenn ja, wie? Ich finde es extrem wichtig. Das Gute ist bei mir, ich spiele hauptsächlich online und das bedeutet, es gibt jede Menge Tools wie virtuelle Spieltische, wo man das Ganze einfach abspielen kann und wo du einfach quasi eigene Playlisten erstellen kannst mit MP3s, reinladen, fertig. Also heutzutage geht das viel einfacher. Es gibt online Soundboards, die man benutzen kann, wo man einfach nur auf den Knopf drücken muss und dann kriegen alle Leute, die dort eingeloggt sind, schön Drachengeräusche um die Ohren geballert. Also heutzutage ist das alles gar kein Problem mehr. Wahrscheinlich ist es deswegen auch so, dass Erdenstern heutzutage wahrscheinlich ein bisschen schwieriger hat. Mhm. Das ist auch nicht deren Hauptjob tatsächlich, die Gruppe, sondern die sind, wie gesagt, auch noch, haben, glaube ich, noch eine Designagentur, auch für Sounddesign, aber auch für Webdesign beispielsweise. Und deswegen ist es nicht ihr einziges Ding, was sie jetzt heutzutage machen, weil heutzutage ist es
deutlich schwieriger als zu der Zeit noch. Und überlegst du dann im Vorhinein schon so, welche Szene, welcher Track sein könnte? Oder machst du es eher allgemein? Nee, doch. Ich mache es eigentlich meistens so. Oder tatsächlich, also für unser Pen and Paper auf jeden Fall. Mhm. Aber wenn ich so es privat mache, dann ist es meistens so, okay, ich weiß, heute gibt es einen Kampf. Das heißt, ich brauche Kampfmusik. Und der Kampf findet irgendwo da statt. Das heißt, ich brauche ungefähr das. Okay. Hast du die Bilder zu dem Soundzeug selber rausgesucht? Das waren deine Interpretationen? Die habe ich selbst rausgesucht, genau. Die sind meine Interpretation gewesen. Und ich dachte, ich hatte gehofft, dass es so funktioniert wie hier. Das war ganz gut. Es hätte natürlich auch sein können, dass ihr was ganz anderes sagt. Dann hätte ich mir das ausdenken müssen, aber so war's sehr gut. Ja. Ja, gut, bei mir war es 1 von 3. Also ich, bei den anderen habt ihr die richtigen Sachen gesagt, aber beim letzten habe ich aufgesagt. Das ist ja als Interpretation, das ist ja als Interpretationssache, es gibt eigentlich kein richtig oder falsch, aber ich habe gedacht, so, ja, das wird vielleicht mal ganz interessant, was ihr davon haltet. Aber bei denen, du hast doch gesagt, die machen ja viel so Ambient-Geräusche und haben die dann jemanden in der Gruppe, der quasi wirklich diesen Job Foley-Artist macht, also der die Geräusche selber macht oder sind das Samples? Das weiß ich tatsächlich nicht. Da muss ich passen, weil tatsächlich deren Hauptwerk sind die Musik. Ja, das ist tatsächlich Soundtrack. Soundscapes ist quasi ein Teil, den sie da mitmachen und der quasi in ihre Soundtracks mit eingewoben ist. Das heißt, das gehört immer zu der Musik dazu. Und es gibt einen ausgebildeten Sounddesigner bei den beiden. Das ist, glaube ich, der, lass mich ganz kurz gucken. Ich glaube, das ist die Dame, Eva-Maria Petersen ist, glaube ich, die Sounddesignerin. Mhm. Und die hat auch auf ihrer Website heutzutage stehen, dass das quasi auch ihr Hauptberuf sozusagen ist, Sounddesigner. Und ich weiß nicht, ob sie da mit in den Wald geht und quasi die Sachen aufnimmt oder ob sie da Samples einfach zusammenbastelt. Das kann ich dir da nicht sagen. Okay, weil das müsste ich mal angucken. Das ist manchmal, also es ist ein super spannender Beruf, weil die teilweise Geräusche, du denkst, die brauchen Keys für ein Hörspiel und also so ein, du gehst auf Keys. Und es wird dann aber nicht mit einem Schuh ein Keys gemacht. Nee, also jetzt, blödes Beispiel, aber so, die müssen total kreativ werden. Und das so Geräusch, zwei Orangen aneinander und es klingt genau wie Keys. Man ist immer wieder geflasht, so was, wie kommst du darauf und so, deswegen generell geil. Und es macht ja auch Sinn, die werden ja trotzdem jetzt noch, wenn du doch sagst, die haben jetzt so eine Agentur und darüber verkaufen die wieder so Kram. Das ist, wird ja immer noch gebraucht für auch die Tools, die du eben angesprochen hast, nur ist eben nicht mehr CD der Weg. Es wird ja auch gebraucht außerhalb des Rollenspiels, wie schon gesagt. Ne? Das braucht man ja zum Beispiel auch für den Film, für Spiele kann man das benutzen, für alle Arten von Multimedia, wo irgendeiner Form Musik stattfindet. Deswegen, ich glaube, arbeitslos werden sie nicht. Ja. Pen and Paper, Rollenspiel, Musik auf CD ist vielleicht jetzt nicht das Berufsfeld, worauf man sich und sein Leben ausrichten sollte. Ja. Kannst du noch mal sagen, wie hieß die rechteste Person auf dem Bild? Das ist Andreas Petersen. Und ja, Andreas Petersen und Eva-Maria Petersen sind liiert. Und wie heißt die dritte Person? Sorry, Per Dittmann. Ah, ich dachte am Anfang Peter. Und dann dachte ich mir, wow, haben wirklich alle Peter im Namen? Nein, leider nicht. Sie haben die falsch geheiratet. Peter hätte Peter geheiratet. Ja, das ist ein Problem in diesem Referat gewesen, was ich versucht habe zu überspielen. Aber das hat mich richtig auch lange beschäftigt. Das Referat wäre perfekt gewesen. Aber das... Ich war erst bei der Hälfte wieder da, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht. Das verrückter Zufall. Ja gut, vielen Dank. Großartig. Sehr gut, viel Spaß. Also, was ein fabelhafter Interaktions. Ich habe nicht geguckt, was du für ein Thema hast. Ich vermute, vor allem die Leute da draußen haben es schon gesehen, weil man halt den Tab oben sah. Entschuldigung, das war mir tatsächlich ist doch mir total leid, dass ich dich dann unterbrochen habe, weil das war eigentlich an einer blöden Stelle, wo du gerade dein Thema revealed hast. Aber ich war einfach in Panik und musste kurz reingrätschen. Was eigentlich auch egal ist, weil... Wahrscheinlich hat niemand hingeguckt, Valentin. Nee, und weil... So krass ist der Reveal auch nicht. Also. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das Ding ist, aber ich muss schon sagen, es ist schon nach euren Sachen, die alle sowas, eine sehr coole Idee hatten, bisschen blöd, der Letzte zu sein, weil ich nichts habe. Wir gucken mal. Unterhaltet euch noch kurz über dies und das. Ich muss ganz kurz... Ich fand es schön, dass ihr Bilder benutzt habt. Sehr freigesprochen. Bilder sind wichtig. Persönliche Geschichten auch mit reingebracht. Das ist immer sehr hilfreich. Das stimmt, wenn man seine Persönlichkeit irgendwie mit reinbringen kann. Das war bei dir jetzt natürlich schwierig. Ich meine, aber ist echt verrückt, dass du das Thema vergisst. Ich kenne Erdenstein auch schon lange. So bei uns wird das auch schon immer benutzt. Und deswegen ist schon echt... Es gibt nicht wenig rund ums Rollenspiel, was irgendwie man so greifbar ist, aber dann so diese Band. Das war wirklich Zufall. Also ich weiß auch nicht genau, wie es entstanden ist. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn Fabian Kahne gesagt hätte, nee, das ist zu nah dran, ich gebe dir ein anderes Thema, wäre auch cool gewesen. Ich glaube, näher kommen wir nicht mehr, oder? Leute, an Themen irgendwie. Aber es war auch wirklich trotzdem schwierig, da halt Sachen zuzufinden, weil auch wirklich die nicht sonderlich viel gemacht haben. Und auch so diese Ambient-Vogelgezwitscher, das ist auch urheberrechtlich geschützt und darf man nicht zeigen. Ach krass. Also ich finde, das kann man urheberrechtlich schützen. Wenn ich Vögel aufzeichne, dann ist das eine spezielle Aufnahme ist, Aha, hat man den Vogel dann gefragt? Und warum ist dir das nicht einfach egal? Ich habe ja in diesem Fall unsere benutzt, dann war es ja egal, aber... Ach so, okay, gut. Oh, Entschuldigung. Nee, alles gut.
Oh. Jetzt bin ich aber auch. Oh, jetzt bin ich auch aufgeregt. Gut. Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo, liebe auch im Remote-Schooling zu Hause. Ja, los geht's direkt. Hauen wir es mal auf den Projektor hier. Oh! Mit mein Themen-Reveal dauert gar nicht lang. Ich spreche heute über Jugendförderung. Natürlich sind wir alle noch in jugendlichem Alter, deswegen profitieren wir auch noch von diesen Themen, die ich euch heute vermitteln werde. Und ja, man sieht hier ein Kind, welches gerade gefördert wird gerade in diesem Moment, macht es nämlich an einer Freizeit, an einem Erholungsangebot nimmt es teil. Und ja, das jetzt gehe ich mal ein bisschen drauf ein, was es denn damit auf sich hat. Und zwar erstmal die Definition, was ist denn damit gemeint? Ja, es gibt eine offizielle Definition, die auch quasi der deutsche Staat vorgibt, und zwar hat Jugendförderung das Ziel, das Engagement von jungen Menschen, das Engagement für die Gesellschaft zu unterstützen. Also die jungen Menschen sollen irgendwann mal überhaupt der Gesellschaft beitragen. So, das ist ja auch irgendwie, finde ich, ein edles Ziel, und man geht halt davon aus, dass sie das gar nicht so von sich machen würden, wenn man denen nicht vermittelt, dass irgendwie zusammen etwas zu gestalten zum Beispiel oder zusammen Sport zu machen, dass das eigentlich erst die Gesellschaft ist. So, und dabei wird vor allem heutzutage sehr, sehr darauf geachtet, dass das sehr inklusiv ist. Also, dass wirklich auch alle sich daran beteiligen können, dass wenn du Fördergelder zum Beispiel für irgendwie sowas bekommst, wird sehr genau überprüft, dass tatsächlich einfach jeder daran teilnehmen kann. Also, eben von Leuten mit irgendwie irgendeiner Form der Benachteiligung, die dürfen nicht ausgeschlossen werden. Und was eigentlich der Hintergrund, wie es mal entstanden ist, ist die finanzielle Situation muss auch komplett egal sein, weil es auch oft ein Angebot für Kinder ist, die eben nicht aus privilegiertem Haushalt kommen. Sprich, natürlich, wenn du irgendwie schon am Strohhalm nagst und irgendwie die Eltern häufig auch den ganzen Tag berufstätig sind und um überhaupt Geld für Schulbücher oder sowas zu beschaffen, dann ist es manchmal von Vorteil, wenn das Kind, während die Eltern bei der Arbeit sind, in irgendeinem Angebot was lernt im besten Fall, aber vielleicht auch einfach nur Spaß hat, weil das ist nicht immer das Ziel. Es muss nicht immer irgendwie Wissen vermittelt werden. So, und der letzte Punkt, den man zur Definition auf jeden Fall noch sagen muss, ist eben diese staatliche Subventionierung. Aber es gibt auch natürlich viele Angebote, die durch Spendengelder überhaupt entstehen konnten oder von Kirchen getragen werden. Und interessanterweise werden immer noch ein Großteil dieser Angebote von Kirchen getragen. Beziehungsweise, das ist kein Fakt, weil ich habe jetzt nicht die perfekte Statistik, dass wirklich der Großteil die Kirchen sind. Aber wenn man mal ein bisschen recherchiert und sich eben immer mal anguckt, okay, wer verantwortet hier dieses Angebot? Das sind dann häufig die Kirchen, die da irgendwie entweder Teilträger sind. Uiuiui, was ist denn? Das ist mal wieder Windows 10, meine Damen und Herren. Und es gibt auch eine gesetzliche Grundlage jetzt, aber das können wir gleich direkt wieder überspringen. Ich wollte euch nur einmal, den müssen wir auch ehrlich gesagt gar nicht so im Detail durchgehen, es gibt aber halt einfach ein Gesetz, welches den Bundesländern, sind einfach dazu verpflichtet, solche Angebote oder zumindest im Blick zu behalten, dass es ein gleichverteiltes Angebot gibt. Sagt ihr gern, ob ich es vorlesen soll oder wir weiterspringen sollen, weil eigentlich ist das der Gesetzestext jetzt nicht so wichtig und das ist auch nur ein Auszug aus dem Anfang. Aber was ihr vielleicht für irgendwie Zukunft mitnehmen könnt, ist Paragraph 82. So, hier ist ein Kind, welches gefördert werden sollte. Weil es schaut noch. Ist am Steuer. Es schaut noch recht. Bist es du? Es blickt ratlos ein. Ja, also die Quelle, ich konnte nicht irgendwelche fremden Kinder benutzen. Das ist sehr, sehr schwierig. Also konnte ich nur auf ein Kind zurückgreifen. Und das war ich. Wow. Genau, und da habe ich gerade das Autofahren gelernt. So, was können denn diese Angebote zum Beispiel sein? Natürlich Kunstprojekte. Es muss nicht heißen, dass das jetzt künstlerisch super wertvoll sein muss. Die machen da keine Skulpturen, wo dann das Ziel ist, dass die irgendwo ausgestellt werden. Sondern ich kann auch ein Beispiel sofort aus meiner Jugend nennen. Ich war früher, gab es ein Jugendzentrum bei uns in der Nähe. Das hieß das Zernrad. Und da
ja, gab es immer mal wieder so Workshops und Angebote. Und da haben wir mal so eine Schlange aus Beton gebaut und die dann mit Mosaik verziert. Und das ging auch über längere Zeit. Und auch nicht, du hast auch nicht alles da mitgemacht, sondern ich war erst, als alles fertig war, habe ich so die letzten 5% Mosaik noch da reingesetzt. So. Aber das war halt super cool und davon gab es ganz, ganz viel. Genau, Jugendzentren, da findet eben sowas häufig statt. Aber auch sowas, und das kennen, glaube ich, auch viele von euch, Reisen. Also es gibt natürlich so Ferienfreizeiten, nennen die sich. Die werden vor allem häufig von Kirchen angeboten. Aber auch, das muss auch gar nicht so als Einzelding sein, sondern wir hatten zum Beispiel, ich bin konfirmiert, das wissen die Zuschauerinnen und Zuschauer schon aus vielen Formaten, wo es um meinen ersten Gaming-PC ging. Und da war es halt einfach so, dass wir mehrere so Ausflüge gemacht haben in irgendwie so Schullandheime. Und im Endeffekt ist das auch Jugendförderung logischerweise, weil dort kannst du dich gesellschaftlich verbinden. So, Bildungsangebote sind logischerweise auch ein Teil davon. Das ist aber irgendwo selbsterklärend, dass zur Schule zu gehen Jugendförderung bedeutet. Das ist, glaube ich, der Grund, warum Schule erfunden wurde. Kurse und Workshops habe ich eben auch schon erwähnt. Das kann auch alles möglich sein, von hin von hier einem Geigenkurs bis zu Flöten. Ich glaube, Blockflöte habe ich auch mal gespielt. Ich würde nicht sagen, dass mich das groß gefördert hat, weil danach habe ich entschieden, nie mehr irgendwas Flötiges zu machen. Also völlig unabhängig davon, ob spielen. Ich habe heute eine komische Abneigung gegen Flötenmusik. Also was soll ich sagen? Es hat nicht unbedingt was Gutes bewirkt. Aber ich glaube, das Ziel, und darum geht's ja, das ist, dass am Ende was Gutes dabei rumkommt. Ja, Sportvereine sind auch der Klassiker, wo ich gerade schon mal dabei bin, zu erzählen, was ich alles, wie toll ich gefördert wurde. Ich war im Badmintonverein und bin da, also der fand wöchentlich statt und ich bin alle paar Monate dort gewesen und habe dann mal eine Runde Badminton gespielt. Für manche ist es aber super cool, weil die werden dann große Sportler, weiß ich nicht, ja gut, alle wollen Fußballer werden, so, das ist das Klischee unter vielen Männern auf jeden Fall. Und die, weiß nicht, wer wird dann Fußballer? 0,1%. Dennoch heißt die Förderung ja nicht, dass man direkt irgendwie das höchste und oberste Ziel erreicht, sondern das kann auch bedeuten, dass man vielleicht einfach überhaupt den Zugang zu Sport findet. Also, dass das Kinder verstehen, warum Sport nicht nur wichtig ist. Mit Gesundheit überzeugst du ja kein Kind. So, isst Brokkoli, weil es ist gesund, funktioniert nicht. Wenn du aber sagst, Brokkoli ist übrigens das süßeste Gemüse und fast so süß wie ein Gummibärchen, dann ist das Kind direkt Feuer und Flamme. Und das ist, glaube ich, auch die Idee von coolen Sportarten, die Spaß an Bewegung vermitteln. Und Messen und Veranstaltungen, da habe ich, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich gesagt habe, oho, wo ich hellhörig geworden bin, ich hatte doch gerade letztens erst was mit Jugendförderung zu tun. Und zwar habe ich letztens eine Messe hier außerhalb von Hamburg vom Stormann Jugend e.V. oder so besucht, weil die mich gefragt hatten, ob ich dort auf der Bühne so ein Rocket League Turnier moderieren möchte und den Kindern irgendwie das Ganze nahebringen soll. Und also eigentlich ging es eher darum, das Turnier habe ich mir dann aus den Fingern gesogen, weil die eigentliche Idee nicht gut funktioniert hat. Weil eigentlich sollte es auch ein Workshop sein, dass sie Rocket League beigebracht bekommen. Nur ich musste sehr kreativ werden auf dieser Bühne, weil Kinder sind schwierig zu kontrollieren. Und es waren, die Kinder waren weg, die gerade gespielt haben. Und die Nächsten stürmten direkt dahin und haben sofort einfach losgelegt. Also ich konnte gar nicht sagen, pass mal auf, also es gibt folgende Strategien. Und deswegen habe ich dann ganz schnell umdisponiert und gesagt, Leute, wir machen ein Turnier. Wie heißt du? Dann ging das nächste Problem los. Dann habe ich die Namen mal nicht verstanden, weil Kinder reden auch manchmal super leise und so. Also das war alles ein wilder Ritt. Aber für die Kinder, und das ist ja die Hauptsache, für die Kinder war es cool. Weil die, und das darauf gehe ich jetzt nämlich ein, diese Messen und Veranstaltungen sind in dem Fall war das eine Messe für digitale Medien. Also es gab halt verschiedene Stände, wo darüber was vermittelt wurde. Natürlich auch Inhalte, die, ja, die, also klar, dass sie gern zocken, ist ja sowieso, das müssen die da ja nicht lernen. Aber da gab es dann, das war so ein bisschen der Appetizer. Und daneben war aber natürlich ein Stand, der dir ein bisschen was über Jugendschutz und so spielen beigebracht hat. Warum du auch vielleicht achten solltest, nicht alles zu spielen und so. Also das war Punkt Nummer eins. Und der zweite Punkt, und das fand ich eigentlich viel, viel cooler, ist, dass die mit ihren Eltern dahin kommen sollten und den Eltern halt vermitteln sollten, was das Coole an digitalen Medien ist. Also viel war die Messe auch für die Eltern da, was im Umkehrschluss irgendwo trotzdem Jugendförderung ist. Weil wenn die Eltern etwas, was immer populärer wird und auch nicht weggehen wird, kategorisch ausschließen, ihr Kind machen zu lassen, dann ist das eigentlich eine schlechte Sache. Und wenn die Eltern aber verstehen, warum das auch gut sein kann,
dann ist das doch eine prima Sache. Jetzt ist mein Handy ausgegangen. Nee, es geht aber trotzdem weiter. So, das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie was passiert, wenn ein Jugendangebot nicht funktioniert. Weil, ja, ob ein Schmetterling im Gesicht jetzt unbedingt Fun bedeutet, ich weiß es nicht. So, aber es gibt nicht nur staatliche Jugendförderangebote, sondern, und das ist jetzt so, also eigentlich war ich mit meinen, ich habe ja auch am Anfang so ein bisschen erzählt, ja, das war sehr allgemein, ich konnte in jede Richtung gehen und ich hätte auf diese ganze staatliche Schiene noch viel, viel tiefer eingehen können, weil du findest direkt 1000 EVs, die alle irgendwie ihre kleine Spezialförderung haben und so. Das wäre aber dann doch ein bisschen trocken geworden und auch zu sehr ins tiefe Detail gegangen. Deswegen dachte ich mir, wie kann ich Förderung wirklich einfach mal oberflächlich abbilden? Was gibt es da für verschiedene Arten? Und weitere sind zum Beispiel auch, dass Unternehmen auch Jugendförderung betreiben. Und zwar natürlich aus wirtschaftlichem Interesse für die Zukunft. Und das ist hier in diesem Fall zum Beispiel Microsoft mit der Minecraft Education Edition, die tatsächlich sehr, sehr cool ist. Und ich habe hier ein YouTube-Video eingebunden und wir gucken mal ganz kurz in den Trailer dieser Education Edition rein. What if you had to go back in time to save the future? There are changes appearing in history. Dangerous missteps that threaten reality as we know it. With the power of code, you can fix them. Download Minecraft Education Edition for free and go on a quest through time. You'll learn new coding skills and keep historic events on course. It doesn't matter if you're new to coding or have experience. You can use fun and simple blocks or Python like a pro. You'll travel through time and learn to code. Download Minecraft Education Edition for free to start your hour of code today. Ja, also das gilt jetzt natürlich für viele mögliche Unternehmensangebote. Das soll jetzt keine Microsoft-Werbung sein, obwohl das gerade ein Microsoft-Werbeclip war. Aber dennoch ist das Angebot ja for free, wie da gesagt wurde. Und das, jetzt kann man sich natürlich eben fragen, was verspricht sich Microsoft davon? Wenn da Leute spielerisch coden lernen, dann haben die natürlich in der Zukunft im besten Fall mehr kompetente Leute, die sie anwerben können, um ihre Produkte zu verbessern. Das zumindest vermute ich als Grund dahinter. Es ist natürlich nicht so, dass sie völlig transparent auf ihrer Seite angeben, warum das denn alles überhaupt geschieht. Aber ich glaube, das ist gar nicht so weit hergeholt. Aber das Coole ist, und ich habe da auch mal reingeschaut, dass Coden lernen ist, wenn man, das kann man auf viele Weisen angehen. Heute gibt es viele verschiedene Angebote, die einem das Ganze ein bisschen vereinfachen. Aber im Prinzip fängt es erstmal sehr trocken und mathematisch an. Und Minecraft schafft es halt, die Kinder kennen das Spiel sowieso gut. Das heißt, sie wissen erstmal, okay, so funktioniert die Menüführung, diese Blöcke, so baue ich das. Und jetzt können sie aber plötzlich eigene Spielmodi kreieren und das wird ihnen in einem Spielmodi erklärt. Wie cool ist das denn bitte? Also du spielst und um dann zu spielen und um dann wieder zu spielen und lernst dabei die ganze Zeit und merkst es noch nicht mal. Das ist doch das Geilste, wie du Lernen vermitteln kannst, weil wenn du jemandem sagen musst, jetzt musst du lernen, das ist wie das mit dem Brokkoli und dem Gummibärchen von eben. Also das, du musst Kinder meiner Meinung nach austricksen, damit sie schlau werden. Hallo? Next slide. So, aber Jugendschutz, ist das eventuell sogar nicht auch Jugendförderung? Weil wenn man die Jugend nicht schützt, dann wird sie im schlimmsten Fall irgendwie eingehen. Und das ist das Gegenteil von Förderung. Deswegen dachte ich mir, rede ich auch ein bisschen über Jugendschutz. Und da möchte ich folgende Seite empfehlen, und zwar die Seite ClickSafe. Die ist eine Initiative der Europäischen Union. Und ist das perfekte Kompendium für Kind und Elternteil, die digitale Welt zu verstehen und dort auch nicht auf gefährliche Abwege zu geraten. Und hier sehen wir zum Beispiel einmal, das ist jetzt für euch wahrscheinlich ein bisschen klein, deswegen werde ich es kommentieren. Ups, der Pfeil ist wieder verschwunden.
Clicksafe für Kinder, da können Kinder alleine durchsurfen und man merkt auch, wenn man mal auf diesen Punkt geht, das könnt ihr da zu Hause mal machen, dann ist natürlich auch alles formuliert für Kinder. Es ist sehr einfach zu verstehen und dieser Sprachstil wird aber logischerweise bei Clicksafe für Eltern nicht mehr benutzt, sondern dort geht es darum, natürlich die Eltern zu briefen, dass sie also es gibt natürlich super viele Leute, die sind irgendwie 50 plus und haben noch nie viel mit dem Internet vielleicht zu tun gehabt, die haben dann Kinder. Und dann haben sie plötzlich die Aufgabe, denen wiederum beizubringen, wie der Bums funktioniert. Woher sollen die das denn wissen? Und das merkt man dann eben auch manchmal, dass die Kinder quasi das Smartphone bekommen mit 13 oder so. Und dann können die damit alles machen. Und kreatives Kind, was viel und gern ausprobiert, das wird ganz schnell in gefährliche Ecken des Internets geraten. Ihr alle kennt das, da kann es sehr, sehr, sehr düster sein. Deswegen müssen die Eltern natürlich wissen, was können sie tun, dass dem entgegenzuwirken. Dann gibt es das Ganze auch noch für den Unterricht. Das heißt, einige Schulen benutzen das auch. So, und hier, die bieten zum Beispiel auch fantastische Infografiken an. Hier zum Beispiel wird vermittelt, wie sorry, die war kleiner, als ich sie an Erinnerung hatte. Ersten Schritt selbst. Ach so, genau. Einfach, wie man im Internet Dinge verschickt, mit seinen Daten umgeht. Also es ist auch nur ein Beispiel. Wir wollen nicht in diese Infografik tief rein. Deswegen habe ich auch noch eine zweite, um einfach zu zeigen, es gibt verschiedene zu verschiedenen Themen. Hier ist eine zu Cybermobbing. Da sind viele Statistiken drauf, wie viele tatsächlich betroffen sind. Was ich zum Beispiel daran am interessantesten fand, ist, wo kann man sich Hilfe holen? Und wo holen sich die Kinder eher Hilfe? Statistisch, und das ist tatsächlich zu 59% bei den Eltern. Und das zeigt ja wieder, wie wichtig das ist, dass die Eltern gebrieft sind, dass sie Infos haben und überhaupt wissen, wie sie damit umgehen. Weiß nicht, wenn man jetzt ungebrieft ist, würde man nur sagen, ja, lass dich halt nicht mobben. So, ja, das ist aber halt auch kein Tipp. Also müssen die Leute das natürlich lernen. So, und jetzt habe ich noch ein bisschen Interaktion für euch, die Klasse, mitgebracht. Aber ihr zu Hause könnt im Prinzip auch mitmachen. Ihr seht alle latent gestresst aus. Übrigens ist das Bild mit meiner Mutter. Mir wird gerade eine Schnecke gezeigt. Och nee, Nacktschnecke. Fühlst du dich gefördert dadurch? Also ich weiß heute, dass Nacktschnecken super coole Tiere sind. Und ich erinnere mich tatsächlich noch an den Moment, weil ihr kennt das doch bei Nacktschnecken, wenn man die sich an den Fühlern nähert. Nee, ich habe ein Trauma. Oh Gott. Ziehen die sich doch so geil ein. Doch, das hat mir Biologie total spannend. Also dann hatte ich Bock auf Biologie. Weil ich dachte, wie cool ist das denn? Stellt euch vor, ihr könnt eure Ohren so einziehen, wenn ihr da drauf tippt. Ja, egal. Mit Nacktschnecken beschäftigen wir uns nächstes Mal. Hier unten? So, und jetzt muss ich hier einmal diese Seite aufrufen, weil ich habe um nochmal zu zeigen, wie cool Clicksafe tatsächlich ist und aber auch, wie gut wir uns überhaupt im Internet bewegen können, dachte ich mir, machen wir einen Quiz bei Clicksafe. Oh. genau, wir müssen ganz kurz runter. Sorry, das ist Abstand der stressigste Moment dieses. Ey, ja, mit Abstand. Das ist. Ich finde seine Begeisterung toll für das Thema. Ja, man ist gefördert. Das merkt man. Sieht man ja auch ständig in den Bildern. Habt ihr auch so jetzt plötzlich Interesse an Brokkoli? Ja, was habe ich hier Brokkoli, oder? Das ist richtig süß, ne? Ich will irgendwie coden lernen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Ich möchte einen Schmetterling im Gesicht haben. Ja. Oh. Na, no, so, ich finde das auch sehr süß. Habe ich ja auch schon. Das ist ein Positivbeispiel. Ich finde es auch eigentlich. So, Spielername, wer möchte? Wir machen eine Mischung. Okay. Steh, ja, Flo. Nicht gut. Steh, ja, Flo. Okay, oh, ich habe ein E vergessen. Ja, wichtig. Das ist nicht so wichtig. Doch, es geht hier um Bildung. So, Quiz starten. Und du findest beraten oder wie machen wir das jetzt? Genau, ihr müsst es irgendwie im Team lösen. Ihr habt ja auch einen Teamnamen. Also. Es geht übrigens um Meinungsbildung, damit Kinder lernen, wie funktioniert Meinungsbildung überhaupt und was gibt es da für Fallstricke. Schwierig. Boah. Ich würde erstmal sagen, ja. Aber gab es da nicht jetzt den Fall irgendwie in Hamburg, dass da Leute klagen? Ja. Aber also Beamte darf man schon mal nicht. Ja, was ist die Frage, was ist eine Beleidigung? Wann ist eine Beleidigung eine Beleidigung? Stück Scheiße ist schon eine Beleidigung. Ich sag nein. Ich würde sagen nein. Ja, machen wir nein. Okay. Ich bin auch eher bei nein. So? Aber nein. Also bei Beamten, die Frage ist so suggestiv gestellt. Ja, es gibt Meinungsfreiheit. Nee, Moment. Also auf Twitter gibt es ganz oft ganz viele Auswahlmöglichkeiten. Da ist Beleidigung eine davon. Und ob das jetzt ein Politiker ist oder nicht, ist ja vielleicht egal. Vielleicht haben die das nicht. Also ich würde sagen, das ist eine Fangfrage.
Komischerweise, das seht ihr wahrscheinlich nicht, steht da Mehrfachnennung. Wir nehmen einfach beide. Dann würde ich ganz klar sagen, nehmen wir zweimal Nein, einmal Ja. Also, ich brauche jetzt eine Entweder. Ja, nein, wir nehmen Nein. Wir nehmen Nein. Nein. Ich sage Nein. Ich könnte übrigens ja auch einloggen. Also, das Wer hat das? Ja. Ach, ja, gut. Das, yes, Team. Das Ding ist, ich dachte, ich könnte zu allem jetzt was sagen. Das Quiz ist aber random und das hat mir diese Frage nicht gegeben. Sehr gut. Zum Feedback. Das ist sehr schön. Das gehen wir jetzt nicht alles durch, aber dann wird dazu halt auch immer noch ein bisschen was erklärt. Und ich wollte das eben nicht einfach nur stumpf vorlesen. Deswegen habe ich mir all das gemerkt, was da erklärt wird, um es jetzt cool zusammenzufassen. Das habe ich aber noch nie gesehen. Deswegen, ja, hier wird auch irgendwas, ja, das könnt ihr zu Hause mal machen, da könnt ihr euch noch ein bisschen bilden. So, machen wir noch die zweite Frage, weil es gab, es sind nämlich nicht nur Fragen, die hatten nämlich sehr, sehr coole andere. Wir machen übrigens nicht das ganze Quiz, keine Angst. Welcher Begriff wird verwendet, um eine eng definierte Zielgruppe mit Inhalten zu beeinflussen, die auf sie zugeschnitten sind? Das sind wir bei Steffen doch zu Hause. Ja. B. Oh. Ist wieder Mehrfachnennung möglich? Ja, auch hier. Dann B und C. B und C. Und C. Okay. Also A definitiv nicht. Nee, das ist falsch. Ah, immerhin. B ist okay. Falsch. Und dann, und das erklärt jetzt auch schon, warum ich das überhaupt zeige. Ich finde halt gut, dass es dann eingeordnet und erklärt wird. So, das bringt dir ja nichts, wenn du einfach nur, wie man das sonst aus so tollen Tests, die es ja im Internet viel gibt, kennt, dann, ja, warum ist das falsch? Gut, das müsste ich jetzt googeln. Ach, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Von daher, wirklich schöner Tipp. Also, falls die Eltern zuschauen, empfehlt das euren Kindern. Aber da sind auch Quizze für euch dabei. Und ja, und eigentlich war das mein Referat. Wir könnten jetzt noch stundenlang das Quiz zu Ende machen. Das muss aber auch nicht sein, weil ich glaube, ich habe meinen Punkt rübergebracht, dass Jugendförderung wichtig und entscheidend ist. Ich habe auch gerade schon im Publikum gehört, offensichtlich wurde ich gefördert. Das hat diesen Enthusiasmus entwickelt, den man, um überhaupt Bildungsbegeisterung zu haben, ja, das hat sich irgendwie entwickelt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube übrigens, dass das Walter uns heimlich gefördert hat. Ja, auf jeden Fall. Das war der Trick. Ich habe mich heimlich gefördert. Wer fördert hier wen gerade? Ein reines Förderformat. Ja, bitte, Steffen, du hast eine Frage. Vielen Dank erstmal. Es war sehr informativ tatsächlich. Ich weiß zwar jetzt noch nicht genau, ob Blau eine schöne Farbe ist, ob es eine richtige oder eine falsche Aussage ist, aber das werden wir wahrscheinlich auch nie rausfinden. Eine Frage habe ich. Ja. Jugendförderung, da steckt ja das Wort Jugend drin. Ja. Gilt das tatsächlich quasi mit harten Grenzen? Also gilt Jugendförderung nur für Leute unter 18 oder wie ist das? Nee, unter 21. Unter 21 ist die Obergrenze. Ich glaube, es war 6 bis 21. Tatsächlich weiß ich nicht mehr, wo es startet, aber der Wikipedia-Artikel hieß Jugendförderung, aber eigentlich spricht man in den Gesetzestexten immer von Kinder- und Jugendförderung. Okay. Also das ist schon, auch Jüngere sind da irgendwo mit inbegriffen, ja. Janina? Ich möchte eine Anmerkung machen. Ich fand es richtig schön, als aufgefallen ist, dass deine Anspannung abgefallen ist. Und dann warst du Feuer und Flamme für das Thema. Hm. Voll. Ja, ich war sehr aufgeregt, ehrlich gesagt. Aber trotzdem. Aber bis wann hielt die an? Für mich ist die noch aktiv. Irgendwann bist du rumgehampelt und hast dich total gefreut darüber und dachte mir, ach Mensch, schön. Schön. Ja, so Aufgaben ging oder irgendwie. Was? Aber wann? Ja, das Gefühl. Ja, die Leute zu Hause können das rausklippen, dann kann man das. Ja, ich bin gespannt. Noch Fragen? Das wird von dir aber. mich würde interessieren, ja, weil das, was du jetzt erzählt hast, das klang alles sehr positiv. Ja. Da gibt es wahnsinnig viele Angebote, das ist alles toll, digital. Ja. Bist du denn bei deiner Recherche auch über Punkte gestoßen, wo du sagst, na, das könnte man ändern, das läuft nicht so gut, da hast du persönlich Kritik? Ja, und zwar, wenn man sich anguckt, wie man als Elternteil die Möglichkeit hat, ein Smartphone zu kontrollieren. Weil das ist auch, also bei all diesen Angeboten, die zum Beispiel der Staat subventioniert, habe ich ja gesagt, das wird, ist unter diesem Inklusionsgedanken, kann das nur geschehen. Also dass halt auch finanziell Schwache sich das leisten können. Und es gibt Apps für beide Plattformen, Android und iOS. Aber die für Android, die meisten Kinder sind nun mal technisch affiner als ihre Eltern. Und die kannst du alle relativ leicht umgehen. Wenn, also sozusagen hacken, aber du musst dafür keine Zeit Code schreiben, sondern du musst nur ein bisschen schlauer als deine Eltern halt sein. Und die, die das nicht können, sind richtig teuer, die Apps. Und bei iOS gibt's einfach schon im System mittlerweile verankert eine coole Möglichkeit, wie man, wenn du auch ein Apple-Gerät als Elternteil hast, einfach sagen kannst, diese App-Zeit ist auf eine halbe Stunde pro Tag beschränkt. Oder zum Glück gab's das früher nicht. Ja, und das ist aber auch wichtig. Oder auch eine Filterliste, dass eben das Kind trotzdem surfen darf zum Recherchieren.
recherchieren. Aber, und das bietet übrigens diese Seite ClickSafe auch an, dass die direkt Filterlisten raushauen, die eben nicht Bildungsangebote und Wissensseiten wegfiltern, aber eben Pornoseiten und gewaltverherrlichende Inhalte und sowas. Weil du kannst ja nicht selber alles deinen Filter eintragen, dann wirst du ja komplett bescheuert. Und genau, das ist meine Hauptkritik und das weiß ich deswegen so genau, weil ich zwei jüngere Geschwister habe und die eine Partei hat Android und die andere hat iOS und ich habe bei beiden diesen Schritt mitbekommen, als eben darüber nachgedacht wurde, okay, jetzt ist Zeit für ein Smartphone, die ganze Klasse hat schon ein Smartphone, dann kannst du auch nicht einfach sagen, nee, das Kind kriegt keins, weil ich finde das geiler, wenn es das erst mit 18 hat, weil da bist du halt raus, dann wirst du gemobbt. Das heißt, du musst schon irgendwie da ein bisschen mitmachen, nur dann halt als Elternteil gucken, dass das nicht eskaliert. Und da habe ich dann beide Welten einmal gesehen und dachte, meine Güte, wie ist denn das bei Android? Das kritisiere ich und da muss quasi einfach noch was passieren auf diesem Markt. Janina. Gibt es denn sowas wie negative Förderung? Sprich, wenn man so eine Verantwortung in die Hände von Leuten gibt, die das nicht haben sollten, bist du da auf was gestoßen, wo du sagst, okay, man kann halt auch was verkacken bei Kindern? Jugendlichen. Ja, also das würde ich halt einfach bejahen. Also okay. Ich glaube, es muss ausdrücken. Nee, ich denke halt, dass es natürlich unqualifizierte Lehrkräfte haben wir, glaube ich, alle mal erlebt. Da wurde bei mir zum Beispiel schon, letztes Thema hier in der Referatshow war Gedichtsanalyse so ein bisschen bei mir. Und ich glaube, wenn man das damals cooler und spannender vermittelt hätte, hätte ich nicht so eine komplette Ablehnung gegen das Thema Gedichte entwickelt. Also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wie man ja einen Bildungsinhalt nicht gut rübergebracht hat und es damit nachhaltig zerstört hat, krass. Das Thema. Ja. Sehr krass. Gibt es denn Zahlen darüber, ob jetzt, also diese klassischen Angebote, wie wir machen jetzt so eine Betonschnecke oder wir gehen in den Wald oder so, dass das vielleicht irgendwie mehr oder weniger benutzt wird, jetzt wo die Kinder wahrscheinlich interessehalber eher im Internet und im Digitalen sind? Und gibt es da Bemühungen, auch dann die da wegzuholen? Ja. Oder hat man das mittlerweile völlig akzeptiert, dass sie im Internet sind und geht jetzt eher auf, wir spielen Rocket League? Das ist eine schwierige Frage. Also die... Vielleicht bist du auf was gestoßen. Ich weiß nicht. Ja, die Kreierung von Betonschnecken ist um 27% gesunken. Schade, sie sind 27% kürzer geworden. Nee, also... Drei muss ich einfach nicht mehr genug Kinder. Tatsächlich muss ich da vielleicht auch einfach zugeben, dafür habe ich eventuell nicht tief genug recherchiert. Okay, finde ich gut, dass du es zugibst. Ja, bin ich ehrlich, ich habe mir keinerlei Statistiken dazu durchgelesen. Andere ja, aber tatsächlich habe ich mir diese Frage gar nicht gestellt, weil ich die aber auch... Klar, die Zahl wäre jetzt noch spannend, aber auch da ist es, glaube ich, relativ... Also wahrscheinlich... Gerade jetzt auch noch mit der Pandemie dazu, ja, findet sowas natürlich eher digital statt. Weswegen aber, glaube ich, auch dieser Verein, wo ich eben dieses Rocket League-Ding gemacht habe, entschieden hat, wir machen diesmal das Messehauptthema über digitale Medien. Weil die halt so groß geworden sind, dass auch diese Angebote müssen sich verändern. Heute sind Betonschnecken nicht mehr der Shit. Also, muss man ja, einfach ich glaube, da gibt es ein Comeback-Potenzial. Ja, also. Nee, ich würde sagen, warum denn nicht bei uns im Garten... Hier das mit der Schule was. Von gegenüber, ja, ja, machen wir die was. Längste fucking Betonschnecke, die diese Welt hier gesehen hat. Aber jetzt halte ich fest, warst du schon mal auf Slither.io? Da spielst du eine Schlange, die immer länger wird. Ah, okay. Ja, er hat natürlich dann willst du noch mit der Boy sein. Ja, da können unsere Schlange nicht mithalten. Aber ich mach die trotzdem. Unsere Kurzohr-Betonschnecke. Ja. Naja. Ja, aber wichtiges Thema auf jeden Fall, das meinte ich damit. Ich wollte das gar nicht zu hoch an die große Glocke hängen, von wegen, mein Thema ist das Beste, sondern eher so, das ist natürlich, wenn die Kinder schon verkorkst mit 21 ins Leben starten, was erwartet uns dann als Rentner? Dann ist ja das Land noch mehr kaputt. So bin ich das Ganze zynisch, wie ich ticke, angegangen. Ja, okay. Schönes Thema, ist wirklich ein schönes Thema. Sehr, wirklich breit gefächert. Ja, sehr breit. Ja, breites Feld. Ja, genau, ich habe nämlich ja auch aufgrund der beschränkten Zeit logischerweise super viele Aspekte, die man da immer noch dran finden könnte, wie eben die fehlende Statistik und sowas, habe ich auch irgendwie weggelassen, weil da könnten wir eine dreistündige Sendung jede Woche drüber machen. Ja, Format die nächste Woche. Nächste Woche vielleicht. Genau, ja. vielen Dank auch für das Feedback. Ich muss irgendwie an meiner Aufregung offensichtlich arbeiten. Das ist mir letztes Mal schon. Es wird mit jedem Mal besser. Ich saß so cool auf dem Stuhl als Zuschauer. Ist ja einfach. Da kann man seine doofen Kommentare sich denken. Aber wenn du dann hier stehst und abliefern musst. Ja, Leute. Euch meine ich auch. Das ist gar nicht so leicht. Deswegen umso mehr vielen Dank für deinen Vortrag. Ja, war großartig. Dankeschön. Danke.
Ja, dann, ja, das waren alle vier Referate. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt alles gehört. Jetzt habt ihr die Möglichkeit abzustimmen. Denn jetzt werden die Noten verteilt. Denn wir machen das hier nicht zum Spaß, sondern es soll natürlich auch Einträge geben. Jetzt habt ihr nochmal die Möglichkeit, hier abzustimmen. Ausrufezeichen REF und dann Leerzeichen den Name desjenigen, der ihr denkt, der gewonnen haben soll. Wir können nochmal einen ganz kurzen Querdurchgang machen, falls ihr vergessen habt, was die Themen waren. Ich habe angefangen, das Thema mit dem Thema Personalstatut, internationales Privatrecht, Kollisionsrecht, Spaß. Danach kam Janina. Ja, ich hatte die Kurzohrfledermaus. Erinnert euch bitte an das Intro, das war der beste Teil nämlich davon. Vielen Dank. Und dann Steffen. Eine audiovisuelle Reise rund um das Thema Erdenstern. Und zum Schluss, Valentin, hat mir gerade gesehen natürlich. Die Jugendförderung, genau. Ein sehr wichtiges Thema, was für uns alle wichtig ist. Und auch süße Kinderbilder von mir. Die war wirklich sehr, sehr süß. Freut mich, dass wir heute auch viel von euch privat gesehen haben. Steffen, stimmt, natürlich ja. Mit seinem privaten Thema. Bei dir irgendwie, du bist in einem Buch abgedruckt. Ja, das wusste ich nicht über dich. Sehr jetzt persönliche Folge. Jetzt weiß ich's. Stimmt. Und Valentin haben wir mal ein Kind mit Schnecke gesehen. Also, ja. Mit Schnecke. Das ist auch und am Steuer. Hast du deine Mutti gefragt, ob das okay ist für sie? Wenn nee. Hast du die Schnecke gefragt? Ja. Schnecke habe ich abgeklärt. Und zu welchem Gericht geht die Schnecke dann? So, das ist eine gute Frage. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Frage. Thema. Ja, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Natürlich geht es auch ums Lernen. Wir haben alle was gelernt, glaube ich, voneinander. Aber auch hoffentlich habt ihr zu Hause was gelernt. Aber trotzdem soll heute ein Gewinner gezogen werden. Ich bin sehr gespannt, wer es werden wird. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert oder ob wir direkt schon die Ergebnisse am Start haben, aber wir haben viel gelernt und jetzt ist alles vorbei. Jetzt dieses Gefühl, aufgeregter als vorher. Die Anspannung fällt ab von einem. Ja. Man macht sich immer Sorgen, soll ich das noch reinnehmen, das habe ich vergessen. Dann danach denkt man, fuck, das habe ich vergessen zu sagen, das habe ich falsch ausgedrückt, aber jetzt ist egal. Jetzt ist erstmal egal. Jetzt müsst ihr erstmal eine ganze Weile keine Referate mehr halten. Oh. Das war der Notar, das war das Horn des Notars. Ich bin jetzt viel aufgeregter als die ganze Zeit sonst. Ja. Und zwar heißt es, die Ergebnisse sind da. Wir können jetzt mal auf die Statistik schauen, wie ihr zu Hause gewotet habt. Das damals. Und wer heute war das? Der goldene, wir sind mit 33% bei Steffen. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Steffen. Mit 34%. Seine audiovisuelle Reise hat das Publikum überzeugt. Vielen, vielen Dank. Du kannst ja eine kurze Annahmerede. Genau, nochmal. Okay. Das Gewinnerreferat wird nochmal geil. Freunde, setzt euch mal bitte hin. Nein, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe tatsächlich sehr viel Sorge gehabt. Ich habe mich nicht sonderlich gut vorbereitet. Und tatsächlich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann hier nichts davon zeigen, von dem, was ich eigentlich vorhatte, ist es so ein bisschen in sich zusammengefallen. Aber vielleicht aus der Not eine Tugend gemacht. Und ja, auf jeden Fall. Vielleicht ganz gut funktioniert. Ich hoffe, ihr habt alle Bock auf Rollenspiele und Musik zum Rollenspiel. Das sowieso. Steffen, das Gute ist ja, jetzt bist du ja für die nächste Folge qualifiziert, wenn du doch gewonnen hast. Das wurde uns mal zwischendurch gesagt. Mal schauen, die Information vorher noch nie gekriegt. Wir überlegen ja nach, jetzt, wir haben jetzt 4 Folgen gemacht, ja. Das heißt, wir haben jetzt auch 4 Gewinner, das heißt, wir können noch mal eine Runde nur aus den jeweiligen Gewinnern machen. Oh, stimmt. Das heißt, das ist spannend. Das ist eine gute Idee. Dann sehen wir uns vielleicht wieder, Steffen. Oh, das finde ich sogar ganz interessant. Was wäre, wenn du gewonnen hättest? Vielleicht kriege ich doch mal ein geiles Thema. Ja, deswegen habe ich ein bisschen. Ja. Okay. Nee, aber absolut gerechtfertigt. Ich würde sagen, der Interaktionspart hat es wirklich absolut an die Spitze getrieben, weil der hat ja auch Spaß gemacht. So, das war ja, ich muss aber auch sagen, um ein bisschen Selbstkritik zu üben, es ist natürlich auch alles mehr Sein als Schein. Ne? Eure Themen hatten einfach mehr, hatten ein bisschen mehr Impact, waren auch wichtiger insgesamt. Ich habe halt über irgendwelche Musiker geredet. Und ihr habt halt Themen aus dem Leben, ihr habt halt Themen aus dem Recht. Ne? Das sind natürlich jetzt Sachen, wo man einfach tiefer mit reingeht und auch mehr mit nach Hause nimmt. Aber ja, hier ist es halt so, ne, auf der Bühne ist Showmanship anscheinend das Wichtigere hier für die Leute da draußen. Also ich und finde, es geht vielleicht auch gar nicht um Inhalte hier. Aber darum, das, nee, genau. Ja, das ist der Fehler. Darum geht es bei der Show meiner Meinung nach, dass du mit dem Thema, das kannst du dir ja nicht aussuchen. Ja. Und das wäre ja dann total doof, weil du jetzt nicht das gesellschaftlich Relevanteste hast, bist du raus. Sondern nee, es geht darum, die kreativste, den Ansatz zu finden. Ja. Mhm. Und nächstes Mal hätte ich trotzdem gerne einfach so eine mathematische Formel, an der man sich einfach abarbeiten kann und einfach lustige Mathematiker-Gags reinbauen kann. Da gibt es doch jede Menge. Haben wir alle noch ein paar auf Lager, die raus müssen. Ja, stark, Steffen. So, stark. Danke, stark. Danke. Ja, wir haben viel gelernt auf jeden Fall. Ich bin voll. Ja. Ich bin jetzt erstmal, ich glaube, jetzt erstmal kann ich ein paar Wochen wieder ein bisschen entspannter durchs Leben gehen, weil ich weiß, für dieses Jahr haben wir noch mal genug gelernt. Ja. Das Ding ist,
Sorry. Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass also diese eine Woche für ein Referat zu haben, auch wenn man nicht daran aktiv arbeitet, das ist total im Hinterkopf. Ja, ja, total. Das ist immer drin. Ja. Und dass es überhaupt jetzt vorbei ist, nicht mehr diesen Stress zu haben, das ist das Beste gerade. Ja, das ist wie beim Horrorfilm. So. Am schönsten ist es am Ende, wenn man es verstanden hat. Einfach so. Man denkt sich, warum mache ich das eigentlich? Ja. Warum mache ich das freiwillig? Aber jetzt ist es vorbei und man denkt sich, ich habe jetzt Zeit, ich habe Platz im Kopf, ich kann alles machen. Und ich bin total erleichtert, dass gerade gesagt wurde, ey, vielleicht machen wir eher eine Gewinnerfolge, weil ich dachte, nein, jetzt habe ich schon wieder nicht gewonnen. Jetzt muss ich so lange immer wieder hier teilnehmen, bis ich endlich gewinne. Ist auch gut eigentlich. War nicht schlecht, ja. Aber das heißt, jetzt, wo die Leute das wissen, werde ich nie gewinnen. Naja, wir müssen erst mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall. Also ihr seid noch nicht raus, auf jeden Fall. Nö. Ihr seid nicht raus, vielleicht sehen wir euch irgendwann mal wieder in Referatestunde, auf jeden Fall. Schon gut. Ich habe noch Energie. Michael. Aber ich habe mich trotzdem heute, als ich dann angefangen habe, gedacht, warum habe ich da den jetzt schon wieder zugesagt, Mann? Ja, ist doch schon stimmt. Was man nochmal sagen kann, ist, wenn ihr noch Themen habt, Themenvorschläge, schaut sie einfach in die Kommentare, lasst ein Like da, ne? Das kann man immer mal sagen. Und das ist auch eine schöne Aktivität für Weihnachten. Das kann man auch schön mit der Familie immer machen, so ein Familienreferat. Ja! So, das kann man auch mal, ne, zwischendurch, wenn man direkt zwischen nach dem Familienstreit. So, ist perfekt. Oder das Referat. Familienstreit analysieren. Ja, wer genau recht hat, aber dann hast du gesagt, dass sie immer den und gerade welches Thema ich habe? Konfliktmediation. So, let's go. Familienrecht. Ah, Familienrecht. Ja. Stark. Ja, dann bis zum nächsten Mal und Wissen macht Spaß. Wissen macht Spaß.